Show, dass Sie eingeschaltet haben, ist wirklich das Beste, was uns heute passieren konnte. Und ich sage Ihnen eins, Sie werden es nicht bereuen. Großartige Gäste sind bei uns. Barbara Becker zum Beispiel. Mit ihr reden wir über wertvolle Arm-UFOs und Seekühe im Garten. Klaus Florian Vogt über die Wagner-Festspiele in Bayreuth und Feierabende im Wohnmobil. Maya Göbel über Konsum, Klima und einen optimistischen Blick in die Zukunft. Conchita Wurst über den ESC als Friedenssignal und ein knallhartes Coaching-Duell. Über eine Kindheit in den 90ern und eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Achim Reichel über 8 musikalische Jahrzehnte und einen Nummer-1-Hit in China. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, wer heute Abend Gastgeberin ist, dann werden Sie ausflippen. Bettina Tietjen. Wir haben wieder Mädelsabend heute und wir sind schon richtig gut in Stimmung. Die fantastische Barbara Schöneberger. Zum zweiten Mal hintereinander sind wir schon zugange jetzt hier, Bettina. Man kann sich dran gewöhnen, ne? Absolut, aber Robertus wird von seiner Reise irgendwann zurückkehren und dann wird man uns wieder auseinanderreißen. Ja, das ist schade eigentlich. Wir wechseln jetzt immer durch. Wir tauschen durch. Das belebt doch das Ganze auch. Ne? Absolut. Und wir haben auch neue Gäste mitgebracht diesmal, was ganz toll ist. Wir tauschen auch durch. Ja, manche würden wir gerne behalten, bei anderen ist man, nein, das ist eigentlich immer schön. Aber heute sind sie alle, heute haben wir nochmal ein ganz neues Set. Also, heute sind sie alle toll. Das heute ist ja nicht jedes toll. Mal so. Ja. So, fangen wir doch mal mit ihm an. Er ist eine Legende. Er wird tatsächlich übermorgen 80. Man kann es nicht glauben. Achim Reichel ist bei uns. Hallo. Also Achim, bitte sag, wie machst du das? Du siehst aus wie ein Junge. Wie schaffst du das, so jugendlich zu bleiben? Ich glaube, das ist genau das Problem, was ich habe. Also ich fühle mich gar nicht so alt, wie ich bin. Und damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Also, weil mein Ausweis ist nicht gefälscht. Das stimmt. Also insofern... mach mal belanglos weiter, harmlos. du machst doch irgendeinen Sport, ne? Also irgendwie. Ja, doch, ich habe schon in den 70er Jahren mit Yoga und Meditation angefangen. Und das war mir dann irgendwann dann doch ein bisschen zu abstinent von allen so. Und dann habe ich versucht, aus allem so eine Balance herzustellen. Und jetzt so, da die Jahre doch voranschreiten, bin ich dahin zurückgekehrt. Und wenn ich morgens kein Yoga mache, ja, dann merke ich eben doch, wie alt ich bin. Also, ja, man muss schon was dafür tun, ne? Lässt sich nicht vermeiden, ja. Aber in den 70ern, da hat das doch überhaupt noch niemand gemacht. Da war das doch gar nicht in Mode. Da waren ja noch kurz davor die Beatles, die fuhren ja dann zu Maharishi nach Indien. Ja, und so. Ja. Und du auch? Nee. Also das ging auch ohne. Also, ja. Nee, das... ja, das war also für mich, also damals, da ging ein Tor zu einer neuen Welt auf. Ne? Also das hatte ich vorher null im Schirm und ich bin eigentlich oftmals eher so ein skeptischer Typ, weil ich dachte, was soll das denn bringen, Augen zu machen und an gar nichts denken. Und wenn man es denn versucht, merkt man, das geht gar nicht. Der Schädel denkt, ob man will oder nicht. Das ist andauernd irgendwas, zieht vorbei und... Ja, und oftmals meint man dann, oh, ach ja, Mensch, stimmt, ja, da muss ich auch noch dran denken, darfst du jetzt nicht vergessen und bla 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 bla. Naja, und dafür ist halt so ein Mantra da, dass man praktisch so das, was einen so piesackt im Kopf, dass man das wegdrückt. Und und wenn ich das so 20 Minuten durchziehe, dann bin ich irgendwie so... anders beieinander, sagen wir mal so. Ja, aber ich habe das noch nie hingekriegt. Gibt es jemanden in der Runde, der mit der Meditation, also richtig so, ihr macht das richtig, dass der Kopf leer ist? TM, ja. Und jetzt guckt ihr mal die drei an und dann guckst du mal uns an. Sollen wir es nicht auch anfangen, Bettina? Ich glaube,
Morgen damit starten. Ich kann das nicht, ich muss immer, was du gerade sagst, naja, immer geht mir was durch den Kopf. Das ist, glaube ich, normal, oder? Das soll ja, man soll die Gedanken ja vorbeiziehen lassen. Richtig, also ich meine, das hat alles mit, du machst es ja schon wirklich lange, als ich angefangen habe, es war so Anfang der 90er, da haben die Leute auch gedacht, jetzt bin ich total vom Glauben abgefallen, mache irgendwelche spirituellen Sachen und wenn man es lange macht, dann gelingt es immer besser. So ist das mit allen Sachen, auch mit dem Meditieren. So. Ja. Ja, das kann ich so. Also man muss auch so weit sein, man muss auch wollen. Ne? Also so, das stimmt. Das nicht so reindrücken und so, nun reiß dich mal zusammen und so. Naja, also so hat das mit dem Alter halt auch seine Vorteile. Ja, und wenn man dein Leben, also dein ganzes Leben ist ja wirklich so wahnsinnig abwechslungsreich. Ich meine, man glaubt es ja gar nicht, was du alles gemacht hast. Also diese Tourneen mit den Beatles und mit den Stones, die sind ja auch, also hier der Keith Richards und Mick Jagger sind auch genauso alt wie du, ne? Auch bald, glaube ich. Ja, wir sind, also ich bin praktisch die Generation Beatles, Rolling Stones, ja. Weil wir waren ja auch mit denen auf Tournee in den 60er Jahren. Eben, wie hat man sich das vorzustellen mit den Stones? Naja, da war das halt eine Band wie viele andere auch. Ne? Die hatten gerade eine Single draußen und mehr war da noch nicht. Und die beargwöhnten uns erstmal, was machen denn diese Typen aus Germany hier? Begleitet ihr die Everly Brothers? Und wir, nein, wir sind hier unsere eigene Nummer. Und dann gab es also zwischen denen und uns so ein bisschen Reibereien, weil mein Gitarrengott heißt Chuck Berry und der Gitarrengott von Keith Richard ist eben auch Chuck Berry. Ah. Und insofern spielten wir beide zum Teil dieselben Nummern. Und dann, wer spielt nun was? Und dann musste das erstmal, also der Tourneeleiter musste zwischen uns erstmal so schlichten. Also ihr spielt bei Johnny, ihr spielt Johnny Be Good und nur ist Frieden, irgendwie sowas. Im Nachhinein natürlich ein tolles Gefühl, dass man von denen mal gefürchtet wurde. Ne? Ja. Man sieht ja an Mick Jagger, der lebt ja offensichtlich auch sehr gesund. Ne? Also die haben ja, glaube ich, diese Zeiten, diese Drogenzeiten auch hinter sich. Habt ihr noch Kontakt? Also telefoniert dann? Wie hat man sich vorzustellen? Rufst du mal Keith an und sagst, Alter, so eine Type bin ich nicht. Ich renne den Leuten nicht hinterher. Also ich meine, die haben mit der ganzen Welt zu tun. Und dann ruft da so ein Heini aus Hamburg an und sagt, weißt du noch irgendwie, was soll das? Also mit Paul McCartney ist es was anderes. Also den habe ich noch. Das ist auch schon wieder 15 Jahre her. Da war in Hamburg, hat ein Konzert gegeben, ich war eingeladen. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, sag mal, wollen wir noch mal hier in St. Pauli um die Häuser ziehen? Wirst dich wundern, da hat sich eine Menge verändert. Und dann sagte er, ach, weißt du, ich schlafe ja am besten in meinem eigenen Bett. Ich fliege nach Hause mit meinem Privatjet, der steht bei euch am Flughafen. Oh nein. Da habe ich gedacht, so ist es, wenn Geld nun gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Ja, also. Das ist bei dir bald auch so, wenn das in China so weitergeht. Dazu kommen wir aber gleich. Können Sie sich eigentlich vorstellen, auch mit 80 noch in Bayreuth oder wo auch immer auf der Bühne zu stehen? Vorstellen kann ich mir es, aber ich weiß nicht, ob Sie sich die anderen das vorstellen können. Das hat mir nur vorhin jemand erzählt. Hast du nicht auch mal mit Ringo Starr in einem Haus gewohnt? Ja. Wo? In Monte Carlo. Nein. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Also es war nämlich eigentlich ein Mehrfamilien, also es war ein großes Apartmenthaus. Ja. Da habt ihr so ein Doppelhaushälfte geteilt. Naja, es war schon ein Hochhaus. Da gibt es ja eigentlich nur Hochhäuser. Also es ist ja alles sehr, sehr bebaut da in Monte Carlo. Da müssen ja viele Leute sein. Mhm. Ja, das war sehr schön. Ich habe das große Glück gehabt, eben. Ich hatte ja so verschiedene Leben, so mit meinem ersten Mann, meinem zweiten Mann und dann auch allein und so weiter. Ich habe sie alle kennengelernt, auch von den Leuten, von denen du gerade gesprochen hast. Also ich finde es auch schön, dass du die kennst und dass du dich da so zurücknimmst. Aber die würden sich sicher freuen, wenn du die nochmal anrufst. Also, Glaube ich auch. Doch, ich werde es mir merken. Unbedingt. Ist das denn eigentlich für euch Jüngere, also Lou, für dich zum Beispiel, ist das für dich so wie Opa erzählt vom Krieg, wenn die Beatles und die Stars? oder ist das, hörst du sowas auch? Ja, auf jeden Fall. Also es klingt nach einem schönen Krieg, wenn die Beatles damit dabei sind. Ich verehre natürlich diese Bands und also wenn man das so hört, das ist ja wirklich wie so ein lebendes Geschichtsbuch und ich finde es, also meine Stars heißen Shirin David. Also ja. Love her. Da finde ich die Beatles und die Stones schon
schon spannender. Und ich weiß, ich habe ja auch Barbara mal im Savoy kennengelernt. Und da wusste sie noch nicht, wer ich war. Also Savoy ist ein Hotel in Köln. Da habe ich gesagt, ich bin Riesenfan von Lenny Kravitz. Und dann hat Barbara gesagt zu mir, oh, dann rufen wir den doch jetzt mal an. Nein, das ist das so. Nein. FaceTime Lenny Kravitz. Ja, weil er war wirklich ein Riesenfan, das muss man sagen. Ja, also ich liebe Lenny Kravitz und der hat eine fantastische Farm in Brasilien. Und ich glaube, dein Sohn ist auch der Paten, das Patenkind von Lenny Kravitz. Und dann haben Noah, Luke, Barbara und Lenny gefacetimed. Also, nein! Ja. Ja. Sagenhaft, aber ich auch noch. Also A, riecht das nach Vinyl, ne? Weil meine Eltern so eine Plattensammlung. Aber mein erstes großes Konzert haben mich meine Eltern nach Hannover zum Rolling Stones Konzert mitgenommen. Also das war ganz klar schon zumindest noch der Generationenübergabemoment. Stimmt. Also wenn wir jetzt Zeit hätten, haben wir aber nicht, würden wir jetzt mit Paul McCartney natürlich mal FaceTimen. Aber gestern die FAZ hat mal geschrieben über Achim Reichel. Er war der erste deutsche Superstar und das können wir mit sehr schönen Bildern belegen. In seinem Heimathafen St. Pauli stand dieser Mann zunächst einmal im Tor, bevor er beschloss, selbst ein Volltreffer zu werden. Der Reeperbahn-Reichel wird erst zum gelernten Kellnerkapitän, bevor er mit den Rattles in Musiksee sticht. Come on and sing. Im Sturm erobert der erste deutsche Superstar die Herzen der Fans. Mit jedem neuen Ufer, zu dem er aufbricht, macht er eine Riesenwelle. Sanfte Brise mit Wonderland, pures Berauschen mit psychedelischen Loops, Folkflut mit Shanties. Nach jahrzehntelangen Seefahrten durch alle Weltmeere der Kunst ist er ganz sicher mit allen Wassern gewaschen. Achim Reichel. Man hat so viele Bilder, man könnte wirklich eine halbe Stunde könnte man einen Film über dein, oder noch länger, dein Leben machen, zusammenschneiden. Machen wir ein andermal. Machen wir ein andermal. Jetzt, Achim, wir haben das Lied gerade gehört, Aloha He, kennt natürlich jeder, Aloha He, He. Das ist ja ein Wahnsinnshit in China, das ist Gitter viral. Ich glaube, jeder zweite Chinese kennt dieses Lied. Wie ist das dazu gekommen? Ja, wenn ich das mal wüsste. Aber das ist auch das Tolle, dass das erste Mal ein Hit zu haben in einem völlig anderen Kulturkreis, in deutscher Sprache, 1,3 Milliarden Menschen. Und man fragt sich, wie hat man das hingekriegt? Also man hat keinen Finger dafür gerührt, gar nichts. Das ging alles von selbst. Und insofern, seitdem denke ich einmal mehr über mich selber nach, wer ich eigentlich bin und wie ich das hingekriegt habe. Also ein Lied zu schreiben, was Menschen bewegt, in dem Maß, die kein Wort verstehen da. Also, ich meine, okay, früher. Wobei bei dem Text ist es ja auch. Oder wo, ich meine, nein. Aber ich sag mal, da ist ja auch die Melodie der Mitreißer. Naja, der Refrain ist eigentlich der Bringer. Ja. Ne? Also, früher, also in den Anfang 60er Jahre, war es uns eigentlich auch egal, was da gesungen wird. Hauptsache, das war ein geiler Sound, ein geiler Rhythmus und irgendwie eine tolle Stimme. Und man konnte mitgrölen. Das machen die Chinesen ja auch. Wir haben so TikTok-Bilder. Bei TikTok ist das ja... völlig verrückt. Also, geht das ja ab wie Schmitz Katze? Sag mal. Da sieht man mal, guck mal, wie die Chinesen dazu abgeben. Und zwar sehr junge, ne? Also wirklich total junge Leute. Verdienst du eigentlich was daran, wenn das da so oft wäre? Ja, also zwar nicht das, was es hier gewesen wäre oder im Westen, wo es, wie soll ich sagen, bei uns heißt so ein Laden GEMA und da kassiert ja überall ab, wo Musik gespielt wird. In diesem Falle war es so, als ich das hörte, dachte ich schon, oh, wow, jetzt geht's ab. Und dann sagt man, ja, die haben aber keine GEMA da drüben in China. Da muss man mit jeder Instanz, die Musik abspielt, Einzelverträge abschließen. Oh je. Und dann sagte ich zu meiner Plattenfirma, naja, aber mit der Nummer 1 habt ihr ja nicht so schlechte Karten. Ne? Naja, und dann haben sie sich einfallen lassen, der größte Streamingdienst in China heißt NetEast. Ja. Und mit denen haben sie dann irgendwie so einen Vertrag abgeschlossen. Und seitdem ist es so, also zum Beispiel im letzten Jahr habe ich in China mehr verdient als in Deutschland. Nicht schlecht. Und
Bist du denn schon mal angefragt worden, ob du da nicht auftreten willst? Ja, ja, bin ich, jetzt gerade. Also ich bin schwer am Überlegen, also weil... Okay, ich habe zwar auch schon mal eine Südostasien-Tournee gemacht, also damals fürs Goethe-Institut, aber China ist ja noch irgendwie noch eine andere Nummer und ja, und zurückschrauben will man sich auch nicht, nur damit man da mal hin darf. Also irgendwie, wenn die irgendwie, wie soll ich sagen, da ein vernünftiges Niveau anbieten, wäre ich durchaus geneigt. Ja, aber ja, das klingt mir so, als wäre das, das würde ich mal das Goethe-Institut ganz rauslassen und würde die ganz großen Hallen spielen. Ja. Weißt du, die- ich mir keine Schulaula. Die könnt ihr bestimmt, die kommen. Das Lustige an der Gelegenheit, als diese Anfrage kam, hat hier mein Tourneeveranstalter Carsten Jahnke hat dann dahin geschrieben und hat gesagt, Sie wissen doch, aber der singt nur in Deutsch. Ja. Da haben die geantwortet, der kann singen, was er will. Hauptsache, er singt Aloha hier. Ja, Sie waren doch bestimmt schon auch schon in China, oder? Ja, und wie ist das im Publikum? Die singen doch auch auf Deutsch dann. Ja, ja klar, Wagner ist auf Deutsch, das ja, ist Deutsch, klar. Und wie reagiert ja, die? Ja, ich habe vor, ist noch nicht so lange her, in der verbotenen Stadt sogar gesungen, in Peking. Und das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die mehr mit ihrem iPad beschäftigt waren als mit dem Konzertprogramm. Mhm. Ah, gut. Und, das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Allerdings, ich gehe auch dieses Jahr wieder nach China mit dem Lohn. Und ich bin gespannt, wie das dann wird. Ich war auch schon vor vielen Jahren einmal in China, da war es ganz anders. Also das gibt schon auch enthusiastisches Publikum. Ja. Also, aber inzwischen machst du das nicht machen. Auch, dass du sagst, jetzt mal die Handys aus oder so? Bei mir in der Show? Ja. Ach nee, ich profitiere davon. Also ich sage, haltet alle drauf und ladet's hoch. Es gibt schon ein paar Leute, die das auch sagen. Ne? Die sagen, mach jetzt mal die Handys aus. Ich habe es auch gesagt, aber sie haben es nicht verstanden. Also es ist ja nicht so, dass Aloha Hey nur in China ein Hit ist. Natürlich auch bei den jungen Deutschen ist es ja wahnsinnig beliebt. Ich habe das letztes Jahr am Strand auf Korsika. Da war so eine Strandparty und da läuft das Lied. Da schmeißen sich sämtliche jungen Leute sofort in den Sand und fangen an zu rudern. Und ich dachte, was ist denn mit denen los? Wer das erfunden hat, weiß ich auch nicht. Das also, ist ja auf Abibällen, auf Hochzeiten, bei Dorffesten, überall. Wir haben mal eine kleine Kostprobe. Wie toll. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Das ist auch einer meiner ersten Erinnerungen tatsächlich aus der Kindheit. Das war einer meiner ersten Ohrwürmer. Früher war das ja so, dass die Eltern ihre Kinder nicht nach Hause gebracht haben zum Schlafen, sondern die haben bei der Party einfach zwei Stühle zusammengetan, Jacken drauf und gesagt, das Kind schläft. Und ich weiß, wie dieses Lied noch lief und ich im Halbschlaf meine Augen aufmache und sehe, wie meine Eltern, die ich zu diesem Zeitpunkt noch respektiert hatte, mit ihren Freunden rauchend am Rudern waren. Toll. Mit 4 Jahren dachte ich, oh, das wird schon seine Richtigkeit. Ja. Jetzt 30 Jahre her. Du hattest eigentlich ja letztes Jahr schon Abschiedstournee, aber die geht jetzt einfach dieses Jahr weiter, weil die Nachfrage so groß ist, weil du noch so Lust hast, oder? Ja, naja, also ich habe eigentlich schon gedacht, 2019 könnte mal genug sein. Ne? So, und dann habe ich eine Abschiedstour gemacht, die hieß irgendwie das Beste zum Schluss. Und da habe ich das erste Mal, mit einer Bläsergruppe gearbeitet, die da prominenter vertreten war. Und die Leute sind in Scharen zum Merchandising-Stand gelaufen und haben gesagt, wir wollen genau das, was wir da jetzt gehört haben. Und der arme Kerl sagt, ja, das ist alles auf dem Best-of-Album drauf. Nee, wir wollen genau das hören, wie das jetzt ist. Naja, und von da an habe ich alle Konzerte mitschneiden lassen. Und habe dann kam ja erst mal Corona, da war 2 Jahre gar nichts. Und dann habe ich Anfang 23 eine zweite Abschiedstournee gemacht.
Ja, und und irgendwann denkt man natürlich, alle guten Dinge sind drei und dann wird auch nicht mehr verhandelt. Dritte Abschiedstournee und ist ja vieles auch schnell ausverkauft, ne, wenn du kommst. Ja, 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 es ist irgendwie, ich frage mich manchmal zwischendurch einmal mehr, musstest du dafür erst 80 werden, damit sowas geschieht? Zieht mit, die findet das auch gut, dass du wieder jetzt die ganze Zeit auf Achse bist. Ja, die findet das immer super, irgendwie neue Stadt, neue Shoppingcenter, neues Publikum. Also, und das finde ich ja auch so irre, man guckt in das Publikum und es gucken einen erwachsene Leute an mit leuchtenden Augen. Und dann denkt man so bei sich selber, mein Gott nochmal, Junge, was hast du bloß hier in die Welt gesetzt mit deinen Liedern? Ne? Also, ja, das macht einen doch stolz, oder? Naja, ja, na klar, doch, doch. Also irgendwann dann doch. Ja, ja, ja. Also, obwohl ich den Leuten ja nicht immer ganz einfach gemacht habe. Ne? Da fängt er an mit Chanties, dann vertont er Balladen, dann mit jungen Dichtern. Jörg Fauser damals war ja so ein Underground-Poet. Ja, und elektronische Musik hast du doch, war auch ein Pionier. War auch, stimmt, 70er, die grüne Reise. Was sagte man gerade vorhin irgendwie, das wäre das erste deutsche psychedelische Album, so, was wo so eine ganze Seite durchgeht und wo man eigentlich irgendwie im Sessel sich zurücklehnen kann und dann davongetragen wird irgendwie. Ja, also du warst eigentlich immer ein Pionier. Du hast das lange vor Kraftwerk und diesen hast du diese Art von Musik gemacht. Du hast lange vor Santiano hast du diese Rock-Shanties gemacht. Also eigentlich hast du immer einen Schritt voraus. Der Wassermann, man sagt ja dem Wassermann nach, er wäre seiner Zeit voraus. Das ist manchmal ganz toll, aber wenn man das Richtige zur falschen Zeit macht, dann versteht einen keiner. Das ist natürlich der Nachteil. Ich freue mich schon, dass du gleich ein kleines bisschen live hier singen wirst. Die Tour heißt ja Schön war es doch, weil du Hildegard Knef-Fan bist, oder? Ja, ja, immer schon gewesen. Also für mich, der männliche Hero war immer Hans Albers und der weibliche war Hildegard Knef. Weil die haben beide, wie soll ich sagen, da findet ein echtes Leben statt. Das ist nicht nur Glamour und irgendwie wow, ist das alles toll, sondern die singen auch mal, wenn sie ein schweres Herz haben oder die werden auch mal nachdenklich und Hildegard Knef hat auch mal gesungen, von nun an geht's bergab. Also das singt nicht jeder. Ne? So, und ich habe mir gedacht, aber schön war es doch, ist ein toller Titel so am Ende, weil es war zwar schön, aber nicht nur. Also da war zwischendurch auch mal so Sachen, wo man denkt, oha, jetzt bist du aber hart an der Klippe jetzt hier irgendwie. Mhm. Und und insofern habe ich gedacht, probier das doch mal in deinem Studio, wie denn der Song eigentlich kommt, auf deine Art und Weise. Und dann habe ich das Leuten vorgespielt und die sagten, das klingt so, als wenn es ein Lied von dir wäre. Da bin ich mir dann auch nicht zu schade. Ich finde das einfach toll und ich muss nicht mehr darauf achten, ob ich auch die ganzen Copyright-Gebühren auch noch kriege. Das darf ruhig auch mal ein anderer kriegen. Ja, also das hören wir uns jetzt gerne an. Wenn du für uns da, bitte. Ja, dann machen wir mal was. Ja, bitte. Ja. Da ist der Weg, der letzte, den wir gingen. Im Park die Bank, da sagtest du Adieu. Da ist der Baum, an dem die Blüten hingen, die ich dir schenkte, doch jetzt fällt darauf Schnee. Ich kenn die Fragen, die du einmal fragtest, ich seh die Antwort in deinem Herzen drin. Hör noch das Wort, das du mir einmal sagtest, doch irgendwann verlor es einfach seinen Sinn. Aber schön war's doch, schön war's doch, und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich, sowas kann es doch einmal nur geben. Schön war es doch, schön war es doch, und ich wage es kaum noch zu hoffen. Dabei weißt du genau, dabei weißt du genau, für dich steht die Tür immer offen.
Talkshows, hauptsächlich aus Polit-Talkshows, weil sie ist Politökonomin und Transformationsexpertin und Forscherin. Und deswegen beschäftigt sie sich eigentlich den ganzen Tag damit, wie können wir uns verändern, um sozusagen weiterhin gut in dieser Welt leben zu können, weil irgendwas müssen wir verändern. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, sie ist optimistisch, weil sie sagt, ja, wir können eine ganze Menge schaffen und das wollen wir natürlich jetzt alles von dir wissen. Maya Göpel ist heute bei uns. Die ganze Zeit in Unterhaltungssendungen zu Gast, sondern meistens ja in Polit-Talkshows. Wie angenehm ist es, wenn nicht Friedrich Merz neben einem sitzt, der einem gleich irgendwie, wie soll ich sagen, der gleich anderer Meinung ist als man selber? Oh, ich finde es großartig, vor allem, weil hier ja eigentlich so dieses Menschsein im Fokus steht. Und ja, sein dürfen ist ja eine ganz tolle Qualität. Und ich glaube, viel mehr sein dürfen und Menschsein ja in unserer Gesellschaft wieder normalisieren, das wäre großartig. Damit würden wir uns alle ein bisschen mehr zuwenden. Siehst du mal, der leisten wir Richtung bei. Und all das, das wollen wir unbedingt propagieren. Wenn man jetzt sagt, ich bin Politökonomin und Transformationsforscherin, was sagst du deinen Kindern, was du den ganzen Tag machst? Weil du arbeitest sehr viel. Wissen die genau, was dein Job ist? Ja, die wissen ziemlich genau, was mein Job ist, weil ich versuche ihnen natürlich auch zu erklären, warum ich manchmal nicht ganz ausgeglichen bin und an manchen Tagen sehr fröhlich und an anderen Tagen vielleicht mittelfröhlich. Manchmal muss man dann schnell noch parieren, wenn irgendwas auf Social Media abgeflogen ist. An anderen Momenten kommt dann so ein Ideenstoß und dann bin ich ganz doof. Also Bücher schreiben war so ein Moment, wo ja ich wie so ein Zombie manchmal noch in meinen Kapiteln hing und dachte, ah, jetzt muss ich das noch runterbringen und jetzt ja muss ich irgendwann so einen Zettel und Stift nehmen, damit ich dann wieder anwesend sein kann. Deshalb erkläre ich denen das lieber. Und wir haben aber auch ein ganz tolles Hobby zusammen. Also von daher ist alles gut. Was heißt ihr, was habt ihr für ein Hobby? Wir sind ganz doll reiten, gehen wir zusammen. Und wir haben zwei Pferde. Und ah, das ist so raus. Ja. Anderer Thema Rhythmus. Ja. anderer Rhythmus, alles mal sein lassen, in den Moment kommen und ja, auch Freundschaften mit anderen Lebewesen ja schließen. Überhaupt raus ist, glaube ich, genau, jetzt inzwischen für alle das Allertollste, wenn man es irgendwie hinkriegt. Wie bist du selber dazu gekommen, dich so um den Zustand, ich weiß gar nicht, du kümmerst dich ja nicht um den Zustand der Natur, sondern du kümmerst dich ja um den Zustand der Gesellschaft eigentlich und versuchst irgendwie der Gesellschaft zu sagen, Zitat, wir können auch anders, wir müssen nicht so weitermachen mit zweistelligen Wachstumsraten und mit immer mehr und Konsum und Konsum. Wie bist du selber auf den Trichter gekommen? Warst du immer schon so? So. ich glaube, es hat schon was damit zu tun, wie ich groß geworden bin. Also, weil wir eben in besagter Hippie-Zeit, ich kenne das auch noch von den Partys, schon mit drei Familien zusammengewohnt haben, so ein bisschen außerhalb, es war ein großer Garten da und da waren eben auch Tiere mit. Und meine Eltern waren sehr an gesellschaftlicher Veränderung ja interessiert, das war in den 68ern so, tatsächlich mal zu fragen, welche Strukturen helfen uns denn eigentlich in unserer Gesellschaft und welche sind vielleicht so verkrustet, dass wir sie mal wieder loslassen sollten. Und entsprechend sind wir sehr ökologisch informiert groß geworden und haben dann eben auch eine Reformschule besucht, in der wir verstanden haben, das war das Ziel in der Schule, Laborschule, Versuch, zu sagen, wie kriegen wir denn eigentlich Kindern aus allen Teilen dieser Stadt so zusammen, dass sie gemeinsam lernen, sehr projektorientiert lernen, aber, und das ist mir so wichtig gewesen, auch ein Verständnis dafür bekommen, wie unterschiedlich Kinder groß werden in ein und der gleichen Stadt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dich sehr prägt und dass du danach natürlich auch überlegst, ah, ich habe natürlich gemerkt, ich bin privilegiert groß geworden in meinem Elternhaus und mit der Unterstützung und akademischen Eltern und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Offenheit, weil du immer gemeinsam lernst, verstehen zu wollen, wie sind andere drin drauf. Und ich glaube manchmal, dass das leichter macht, diese Andersartigkeit gar nicht so bedrohend wahrzunehmen, sondern ja, es ist halt so. Und was kann denn eigentlich, wenn wir gut zusammenkommen, Neues entstehen? Ja. Darf ich mal was fragen? Bist du Philosophin jetzt oder wie kommst du zu diesem Ansatz jetzt? Also, weil ich empfinde, ich stelle mir das irre schwierig vor, weil man muss ja den Menschen einen Teil ihrer Freiheit nehmen, ne? Das ist ja, glaube ich, so ein Punkt. Also du meinst in ihrer Arbeit jetzt? Als ja, das weiß ich nicht. Wenn man, also
den Menschen motivieren will, irgendwie diese Welt konstruktiv voranzutreiben, wo wir doch gerade ganz umgekehrt unterwegs sind. Wir machen alles kaputt. Ja. Und da frage ich mich, wie kann man das, welchen Hebel braucht man oder welche Art der Motivation muss man auf die Leute loslassen, damit die irgendwann mal sagen, ach so, ich soll jetzt hierauf verzichten, ich brauche einen anderen Gasherd, ich brauche ein E-Auto, ich muss weniger Fleisch essen. Ich glaube, darauf hat sie eine Antwort. Na, also, ja, das stimmt. Also, das ist doch, also, da sind doch viele so, also, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, also, sage mal Hallo. Das stelle ich mir irre schwer vor. Also, insofern, wenn ich das mal fragen darf, schon, ich will ja auch nicht stören. Wäre auch meine Frage gewesen. Also ich mag ja so Muster erkennen immer total gerne. Deshalb würde ich gerne bei dir ein bisschen klauen, Achim, weil du hast ein paar Begriffe genannt, mit denen man es, glaube ich, sehr schön illustrieren kann. Und der eine war Balance. Mhm. Ne, da ging es darum, du hast für dich die Balance gesucht, mit der es dir gut ging. Und das war ja auch klar, es ging um eine Mischung von Entspannen und Loslassen und Regenerieren und dann wieder Gas geben und was erleben und in die Welt tragen. Und das ist ja eigentlich auch so ein Lebenselixier, kann Barbara uns wahrscheinlich nachher auch noch viel dazu sagen. Ich hoffe. Wie wir das Lebendige stark halten und wie aber auch die Ökosysteme funktionieren. Das heißt, diese ganze Botschaft, wir sollten anders mit dem Planet umgehen, ist ja eigentlich besser zu verstehen, wie das Naturvermögen, Vermögen ist da ja ganz wichtig drin, sich immer wieder so regeneriert, dass wir jedes Jahr neue Ernten haben, dass sich Wasserkreisläufe schließen, dass im Boden das CO2 gebunden wird, dass die Mikroben für uns das sauber machen und dass es eigentlich unser Job ist, das besser zu verstehen und unsere Art, wie wir dann konsumieren, wie wir Lebensstile pflegen, so ausrichten, dass wir das nicht kaputt machen, sondern schätzen, ehren, respektieren oder wieder stärken. Bin ich d'accord. Also ich habe nur das Gefühl, wir sind in so einer Zeit, wo man der Meinung ist, man kann gegen jeden Scheiß irgendwas erfinden, ohne dass man selber sich verändern muss. Man hat jetzt was erfunden und damit geht denn das. Ne? Ja, also so aber das Technologie ist ganz so einfach leider eben in diesem Fall nicht, weil da ein ganzer Rattenschwanz an nicht nur Bedenken, sondern an verschiedenen anderen Sachen noch dranhängt. Darüber wollte ich später noch mit dir sprechen, warum die Politik auch so ein schweres Geschäft ist, mit der du ja tagtäglich zu tun hast. Wenn du deine Vorlesungen machst oder deine Vorträge hältst, sagst du immer, schließt die Augen und überlegt euch die Welt, in der ihr leben möchtet. Wie soll die aussehen? Also eben lustigerweise, wenn wir die Augen schließen, sehen wir immer Natur, man sieht immer Grün, man sieht Tiere, man sieht irgendwie sich im Einklang mit der Natur auch leben. Ist das ein realistisches Bild, was jeder vor Augen haben kann und sollte? Ja, ist ja interessant, weil es uns da eigentlich zurückwirft auf das, was wir sind, nämlich biologische Wesen. Und ich glaube, keiner würde davon träumen, die ganze Zeit mit dem Tablet rumzulaufen und so ein quasi Second Life zu filmen von dem, was sie erleben und dann online zu posten und gar nicht im Moment gewesen zu sein. Trotzdem machen wir es. Und das ist ja die andere Geschichte, in welchem Rhythmus sind wir inzwischen angekommen und welche Kulturen haben wir uns normalisiert und wer gibt uns das ja auch immer wieder rein, dass das jetzt die richtige, erfolgreiche Form des Lebens wäre. Und deswegen ist es immer wieder total wichtig, finde ich auch, den Schritt zurückzutreten, zu fragen, worum geht's eigentlich und wieso fahren wir mit vielen von diesen Verkaufsappellen oder noch mehr erleben, eigentlich ja an dem, was die Glücksforschung uns sagt, da ist nämlich auch die Balance wieder sehr wichtig, wie wir das Erleben eigentlich so hinbekommen, dass es bei uns am meisten resoniert und vorhält, das passt nicht zusammen. Weil da sind wir bei dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, dass es ein bestimmter Rhythmus ist. Also wenn wir alles reinstopfen und nur noch mit dem Smartphone durch die Gegend rennen und gar nicht mehr in dem Moment sind und gar nicht mehr wirklich konsumieren, der Begriff konsumieren kommt ja von ich nehme es auf, ich verarbeite es, sondern eigentlich nur noch horten, dann ist das Erleben gar nicht mehr so schön, aber ich habe ganz viel beiseite gepackt, was dann Staub fängt. Und das ist für mich immer so wichtig, weil die Glücksforschung viel rausfindet, was die buddhistischen Ansätze ja auch schon mitbringen. Wie komme ich in Resonanz mit einer Situation? Und meistens hat das, wenn man vergleicht, in welchem Rhythmus wir heute unterwegs sind, was mit man zacken langsamer zu tun. Ne? Und das wäre ja gar nicht so eine miese Nachricht, wenn man aber sich anguckt. Aber ich glaube, dass man auch ein gewisses Alter haben muss, um eine Langsamkeit zu akzeptieren. Ich glaube, es ist so schwer, jemandem zu sagen, mit 22 mach mal ein bisschen langsamer und versuche nicht so viel zu konsumieren. Ich bin jetzt voll d'accord, weil ich sage, ich glaube, jetzt habe ich habe einfach, ich habe gehortet und konsumiert, ich habe aufgenommen, ich habe irgendwie so. Aber jetzt bin ich auch, jetzt habe ich es auch, ja. Aber jetzt bin ich halt auch 50. Demnächst. Noch bin ich 49. Aber ich weiß, wann du Geburtstag hast. Schwer, da jeden Einzelnen dann so auf Linie zu bringen. Du sagst, wir müssen an die vier Fs ran.
Also das ist so die, die wichtigsten Maßnahmen, so ein Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen. Nochmal? Ja. Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen. Ja. Also da, Fummel sind Klamotten. Mhm. Also den Fummel, okay. Fummeln geht weiterhin. Ja, dann wäre das richtig. Das macht doch warm, da braucht man nicht so viel heizen. Ja. Fleisch, ja. Fleisch, nein, das ist sowieso interessant. Aktivitäten sind häufig etwas, was wenig Ressourcen konsumiert und uns trotzdem gut fühlen lässt. Ne? Ja. Wie aufs Konzert gehen. Zum Beispiel. Ja. Nee, aber da wissen wir, dass der Einfluss sehr groß ist. Ne? Also Tierhaltung, dieser hohe Fleischkonsum passt eigentlich nicht zu dem, wenn wir mit einer Balance mit dem Ökosystem leben wollen. Die gute Nachricht ist auch immer, nicht alles ausmachen, sondern das richtige Maß finden. Und das wird ja auch immer so doof dargestellt in den Medien. Ne? Jetzt wollen die, dass wir gar kein Fleisch mehr essen, nie wieder reisen, ja, nichts mehr shoppen dürfen. Ja. Stimmt ja gar nicht. Es geht genau um den Rhythmus. In ja, aber man erzählt uns doch von allen Seiten. Und jetzt hier noch billiger, genau, und hier noch mehr und noch einer obendrauf und noch einer mehr. Und dass man diese Konsumverführung, die ja eigentlich läuft, also für mich müsste eine freiwillige Selbstkontrolle für Werbung geben, so finde ich. Ja. Weil irgendwie, man erzählt ja den Menschen irgendwie zwischendurch eine Menge Scheiß einfach, ne, um diesen Umsatz machen zu können. Und aber es ist natürlich auch immer der große Unterschied zwischen, wir sprechen den Konsumenten direkt an und sagen, und du machst ja beides. Also du redest sozusagen zum Konsumenten und sagst, versucht euch einfach zu überlegen, bei jeder Kaufaktion, brauche ich das wirklich, muss ich das so mal so? Und du sprichst ja aber auch gleichzeitig mit den anderen, die Gesetze machen und sagst, dann verbietet, ich finde es eben auch toll, wenn es mir eigentlich von oben verboten wird, damit ich gar nicht erst in die Bredouille komme, mich selbst entscheiden zu müssen. Das hast du ja auch netterweise ein paar Mal inzwischen gesagt, ne? Ja. Dann fühlt man sich nicht so alleine, dann kommt man ja auch direkt in die Öko. Naja, wenn gleich die richtigen Sachen im Regal liegen, genau, da das richtige Plastik um die Sachen rum ist und nicht das Schlimme, sondern es gibt ja auch ein gutes Plastik oder so, ja? Ja. Dass man dann eben sagt, das ist doch toll, wenn die anderen das schon mal entschieden haben, dann muss ich das nicht vom Grünen. Das ist sehr freiheitsgewinnend, wenn ich nicht den ganzen Tag aufgefordert bin, 723 Fineprints und dann noch mal eben kurz mit dem Smartphone auf den QR-Code gucken, ja, ob das jetzt schon Greenwashing ist oder ob die noch Klippo sind. Und ich meine, es ist ja mega anstrengend, wenn man sagt, nö, wir haben TÜV, haben wir ja auch, ne? Da sagen wir auch, wir machen nur eine bestimmte Qualität von, ja, Produkten, ja, oder eben Zulassung, Babymilch wollen wir sofort, dass das aus dem Regal genommen wird, wenn das irgendwie toxisch ist. Mhm. Ja, warum machen wir das nicht generell so, dass wir sagen, ja, das Bestmögliche ist immer der Standard. Und dann muss ich mir nicht den ganzen Tag Kopf machen, ob ich jetzt die Welt kaputt mache, wenn ich einfach mal schnell vorbeilaufe. Ja, weil es ist auch realistisch zu sagen, wir wollen gar nicht mehr konsumieren. Oder ich kaufe jetzt, Gott, ich bin auch schon mal, ich habe auch jetzt jahrelang alles in Glas gekauft. Dann hat mir einer gesagt, nein, nicht Glas, ist noch viel schlimmer als gutes Plastik. Okay, jetzt kaufe ich wieder alles in gutem Plastik. Aber es ist eben auch so, man rennt auch rum, die Tomaten werden jetzt nicht mehr verpackt, die zerdrücke ich mir dann im Einkaufswagen, weil ich die Tüte nicht nehmen will und so. Das ist ja auch alles Wahnsinn, ja. Also ich glaube, man kann ja auch nicht erwarten von den Leuten, dass sie jetzt in so Selbstsammlerläden mit Reis abfüllen. Und immer Bescheid wissen auch, was gerade jetzt der neueste, ja, Trend ist. Mich würde mal interessieren, was Conchita dazu, weil du bist ja jung, bist ja noch keine 50, du bist auch ein Mensch, der du 12. Hast gerne Glamour, du ziehst dich gerne schön an, du bist auch gerne unterwegs. Wie gehst du denn mit diesen ganzen Vorgaben? Man will ja auch alles richtig, man bist ja auch politisch engagiert. Wie gehst du damit um? Mit diesen 4F zum Beispiel oder mit all den anderen Dingen? Ich sehe das genauso. Ich finde auch, dass so viel Verantwortung bei der Zivilbevölkerung liegt, wohingegen doch so viele Leute fürstlich dafür bezahlt werden, ihren Job zu machen, der aber anscheinend auch nicht so gut gemacht wird in vielerlei Hinsicht, also dass das irgendwie ein Reglement gibt, wo uns Entscheidungen abgenommen werden. Natürlich, ich finde, mir kommt auch vor, dass gerade in der Pandemie wurde uns allen irgendwie vieles viel bewusster, was unsere Bevölkerung anbelangt, was unsere Natur anbelangt. Und mir kommt schon vor, dass es einen Fortschritt gibt und ein Fortschritt in die richtige Richtung. Aber natürlich, gerade dieses Balance-Thema ist halt so wichtig, weil Menschen kann man nicht zu was bringen, wenn man sie dazu zwingt und wenn sie sich dann eingeschränkt fühlen. Ich glaube, Information ist wichtig, Bescheid zu wissen, was haben meine Handlungen für Folgen und möchte ich diese Konsequenzen dann auch tragen. Also ich glaube auch. Ja. Was mich noch interessiert, entschuldige, sag bitte. Nein, es ist eine Aufteilung der Verantwortlichkeit, finde ich. Also zum einen muss irgendwas geregelt werden und zum anderen müssen wir auch für uns erkennen, okay, will ich dem Planeten schaden oder tue ich das mit Absicht, auch wenn ich weiß, dass ich damit was Schlechtes mache? Ich wollte dich noch fragen, wie du optimistisch bleibst in dieser ganzen Geschichte. Da habe ich jetzt gerade gehört, dass du das bist. Du kamst mir vorhin auch so vor. Und wie, wenn du noch mehr weißt als ich, und ich weiß wirklich nur die Oberfläche und das ist schon schlimm, und du weißt so vieles und bist optimistisch.
ich habe das Gefühl, dass das auch mit unserem biologischen Wesen zu tun hat. Erstmal bin ich ja dankbar, dass ich A, da bin, mhm, und B, wie schön das Leben ist. Ah, das höre ich gerade so viel. Wirklich. Das höre ich jetzt von jeder Ecke. Auch, also erstens finde ich die Energie viel schöner. Jeden Tag hinzugucken, wo passiert eigentlich was Schönes? Wo setzt sich jemand ein? Wo geht jemand mal komplett aus der Bequemlichkeits- oder Komfortzone? Das wird ja in der Werbung erzählt. Alles muss bequem sein. Die komplette Pillepalisierung unserer Existenz. Mhm. Ne, gerade durch die, ja, ja, Digitalversprechen und so Home weiter. Office. Ja, aber das muss man mal so zu Ende denken. Ja. Ganz häufig ist es ja darum, kleine Verbesserungen super und irgendwann kippt die Dosierung. Mhm. Und das ist immer wieder die Frage der Balance. Ne? Wie kriege ich, mhm, die Dosierung hin? Also wenn alles nur noch automatisiert ist und mein Puls wird genommen und der Kaffee wird schon so gebrüht wie ich und der Duft Zitrone, damit ich aufwache, gibt es ja so Utopien aus der Digitalisierung. Es wird ja irgendwann sehr schal. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, dieses Biologische von uns so wahnsinnig ernst zu nehmen. Dieses Erleben tatsächlich in der vollen Facette und sich auch mal anzustrengen und vor allem die Aufmerksamkeit wieder auf das Miteinander zu legen. Mhm. Und was du sagst, die Aufmerksamkeit auch auf das bereits Erreichte zu legen. Und du sagst eben, gerade was die Energieversorgung angeht, sind wir eigentlich schon ganz gut, ja, in Deutschland. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt, wir können auch anders. Und es gibt auch eine Doku, die auch, ja, heißt, wir können auch anders, ja, oder? Genau, und da sind Anke Engelke und der wunderbare Bjarne Mädel unterwegs in Sprakebühl, was eine Vorzeigegemeinde hier im Norden ist. Und da gucken wir einmal ganz kurz rein. So sieht es aus, wenn alles richtig läuft. Na, ich habe immer schon mit diesen Gedanken gespielt, dass wir uns nicht nur von Landwirtschaft ernähren sollten. Der Wind schickt uns keine Rechnung, genau wie mit der Sonne. Wie viele Menschen wohnen denn hier? 250 Einwohner haben wir in Sprakebühl und den Strom können wir nicht alle verbrauchen. Und deshalb sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, Elektromobilität in diesem Ort zu fördern. Jeder, der ein Elektroauto hier liest oder kauft, kriegt einen Zuschuss von 100 Euro im Monat. Und auf einmal hatten wir hier 17 Elektroautos im Dorf. Der ist aber auch elektrisch? Der ist elektrisch. Wir produzieren ja da oben den Strom mit den Solaranlagen von der Sonne 8 Minuten bis ins Modul rein und dann direkt durchs Ladekabel in die Batterie vom Auto. So schnell geht das. Und jetzt stehen doch die Leute hier Schlange und wollen wissen, wie sie das hingekriegt haben. Oder sie sind doch die Superstars in der Ökoszene. Das war ein absoluter Lieblingssatz von den beiden. Ja. Naja, also der Wind vom Deich ist besser als der Öl vom Scheich, ne? Ja, das ist toll. Aber das ist ja das, was so motivierend ist. Also wenn man hinguckt und wenn man bereit ist, dann sieht man auch diese ganzen Geschichten des Aufbruchs und auch des Gelingens in Deutschland. Die finden es so schwer, in die Medien zu kommen, weil da wird nicht so gehauen und nicht so gestochen und sich, ja, nicht so angeschimpft. Ja. Aber das ist ja eigentlich das, was uns erleichtern könnte. Ja. Und deshalb machen mir diese Zusammenarbeiten auch so wahnsinnig viel Spaß, weil dieses Wissen schaffen ist das eine, aber wie kommt der Mut wieder rein, ist ja, viele machen mit, es in die Welt zu tragen. Und deshalb haben wir jetzt tatsächlich auch, gerade heute ging es live, Mission Wertvoll gegründet. Einfach als eine neue Idee zu sagen, wie bringen wir denn bestes Wissen, gute Geschichten und wirre Allianzen in die Welt, wo Menschen über Sektoren hinweg, über so, die würden eigentlich nie was zusammen machen hinweg, tatsächlich anfangen zu sagen, ich kann das, du kannst das, ich kann jenes. Lass uns zusammenwirken. Also Unternehmerinnen, Investorinnen, Geschichtenerzählerinnen, die das professionell machen, von, ja, Film, Fernsehen bis Journalismus. Ja. Aber immer informiert aus der Wissenschaft. Okay. Gibt es ein Vorbildsland, die es besonders gut hinkriegen, viel besser als wir? Ja, das Spannende ist, wir haben mehrere Vorbildsländer, finde ich, wenn man sich anguckt, wer sich in der Wellbeing-Economy-Koalition zusammengetan hat. Also, mhm, Wohlergehensökonomie, ein anderes Ziel als Wachstum, sagen die, wir wollen mal genauer messen, unter welchen Bedingungen fühlen sich Menschen eigentlich gut. Mhm. Wir haben das in Deutschland übrigens auch. Es gab einen Bürgerdialog Gut Leben in Deutschland, kann man immer noch alles abrufen, hatte Frau Merkel gemacht 2017. Wenn man sich anguckt, was die Leute wünschen, dann ist das ganz viel mit soziale Gerechtigkeit. Ich, ja, möchte sicheren Wohnraum, ich möchte gute Gesundheit, ich möchte einen Job, in dem ich mich einbringen, ja, kann, gut versorgt bleibe. Klar, das Einkommen ist wichtig, aber auch die Teilhabe an der Gesellschaft. Ne? Es ist gar nicht, ich brauche immer mehr von allem, sondern ich möchte dazugehören. Ja. Und da gibt es eben in diesen Ländern eine Orientierung. Dann ist dann typischerweise jetzt eben Island, Neuseeland, Schottland, Costa Rica, aber natürlich auch das Bhutan mit dem Gross National Happiness Index, die alle sagen, wir wollen mal genauer gucken, was ist denn eigentlich ein Wohlstandsmodell, wo wir ehrlich hingucken, kommt das, was wir Wachstum nennen, bei den Menschen denn eigentlich an? Und schaffen wir das in einer Form, dass wir eben mit dem Planeten so umgehen, dass das langfristig überhaupt funktionieren kann? Ja. Du hast gesagt Bhutan. Ich habe gelesen, die haben
in der Politik einen eigenen Glücksminister? Es gibt einen Glücksminister in Mutter, ist das so? Mhm. Ja? Mhm. Warum haben wir das in Deutschland nicht? Und doch, das ist der Olaf Scholz. Was macht der noch? Das sieht man doch. Also ich wäre für Ross Anthony. Ja, ganz genau, ich auch. Ist unsere Zeit um, aber wenn es jemals, also wenn, ich würde mir dich schon in irgendeinem Ministeramt wünschen, auch wenn du dich da vielleicht nicht siehst, aber also so würde ich mir gerne alles erklären lassen von dir. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Maya Göpel. Ich suche mir gerade Ross Anthony als im Bundestag vor. Das wäre so toll. Das würde jedenfalls verleben. Ja. Ich glaube, ein geiler Außenminister. Ja, ja. So, nun zu ihm. Wenn sich im Sommer die Prominenz bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth versammelt, dann steht er auf der Bühne und wird gefeiert. Der Weltklasse-Tenor aus Heide, Klaus-Florian Vogt. Herzlich willkommen noch. Standen Sie ja noch in Dresden in der Semperoper mit Tristan und Isolde auf der Bühne. Stimmt. Heute hier. Wie fühlen Sie sich wohler, wenn Sie singen oder wenn Sie reden? Wenn ich singe, glaube ich, ja. Aber reden geht auch, ne? Reden geht auch, ja, ab und zu. Es ist ja so, dass Sie in den größten Opernhäusern der ganzen Welt, von China haben Sie schon erzählt, auf der Bühne stehen und richtig abgefeiert werden. Haben Sie trotzdem noch Lampenfieber, wenn Sie da rausgehen? Natürlich, klar. Ja, das ist ja eine völlig... unnatürliche Situation, finde ich, da singend auf einer Bühne zu stehen und da sitzen 2000 Leute vor einem. Man ist verkleidet, die anderen sind auch verkleidet mit Licht und Heizung und so. Und das ist ja eine total ungewöhnliche Situation. Und ja, und ich bin dann auch, ich bin, glaube ich, auch sehr ehrgeizig dann und will das auch richtig machen. Und da entsteht natürlich ein gewisser Druck und deshalb bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Klar. Haben Sie irgendwas, so ein kleines Ritual, durchatmen, meditieren, irgendwas, was Sie machen, um das ein bisschen runterzu? Gut vorbereiten. Bravo. Gut, ja. Dieses Gespräch wurde auch gut vorbereitet, sogar bildlich. Schauen wir mal. Ich werde verrückt. Über diese himmlische Karriere kann man nur staunen. Auf Messers Schneide stand diese Entscheidung für den Hochmusikalischen aus Heide. Hornist bleiben oder zum Tenor aufsteigen? Nach dem Durchbruch als Sänger auf dem grünen Hügel beginnt der Höhenflug des Hobbypiloten. Als Wagner-Spezialist reist er rund um den Globus und gibt Gas in Europas Opernhäusern. Häuslich niedergelassen hat er sich in Schleswig-Holstein. Angehimmelt und preisgekrönt. Daumen hoch für Klaus-Florian Vogt. Vielen Dank. Das macht unsere Redaktion immer ganz toll. Das ist komisch, wenn man das selber sieht. Wenn man sich selber dann sieht, ja. Denkt, was man da schon gemacht hat. Ja, genau. Diese Liebe zur Musik, ja. Wann ging das los? Wurde das schon von den Eltern Ihnen praktisch mit anerzogen? Als Kind schon. Als Kind. Mein Vater hat mal angefangen, Musik zu studieren, ist dann aber in die Medizin gegangen. Und der hat viele Instrumente beherrscht. Und bei uns war immer Musik im Haus, Hausmusik. Der hat sich dann später immer Freunde eingeladen. Dann wurde Kammermusik gemacht. Und ich bin einfach mit Klaviermusik, mit Kammermusik als Kind eingeschlafen. Und deshalb, das ist nicht ganz folgenlos geblieben. Und das geben Sie doch bestimmt auch weiter an Ihre eigenen vier Söhne, ne? Oder haben Sie weitergegeben schon? Ja, das lässt sich nicht vermeiden, glaube ich. Also wollte ich auch nicht, aber wir haben es auch nicht forciert. Das kam von ganz alleine. Und ja, wenn so viel Musik ist einfach in unserem Haushalt immer da, auf irgendeine Weise und das kriegen die Kinder natürlich mit. Ja, man lebt das ja vor. Wir haben uns nämlich, Barbara und ich, uns darüber noch unterhalten, dass wir beide zum Beispiel Klavier gelernt haben, aber man hat dann, man übt dann nicht, ich glaube, wenn das nicht von Anfang an da ist, diese Lust auch, ne, das einfach dran zu bleiben, dann schläft das irgendwann ein. Ja, die Übelust, die muss halt irgendwann kommen, weil ohne Fleiß und Arbeit kriegt man es nicht hin. Also jedenfalls nicht auf einen bis über ein bestimmtes Niveau hinaus. Dazu gehört ganz viel Arbeit und ganz viel Disziplin. Und das habe ich als Instrumentalist gelernt.
Und als Blechbläser ist man darauf angewiesen, regelmäßig zu üben, sonst hat man einfach die physische Kraft nicht, länger zu spielen. Mhm. Und so habe ich relativ zeitig, als ich so den Spaß daran gelernt habe, oder kennengelernt habe, mit eben auch in der Kammermusik hier in Hamburg am Konservatorium hatte ich Hornunterricht. Und da bin ich sehr schnell in Orchester gekommen und in Kammermusikgruppen. Und wenn man dann mit mehreren zusammen musiziert, ist man natürlich auch motiviert, nicht der Schlechteste zu sein von allen. Mhm. Aber das ist ja das Verrückte, dass das mit dem Horn losging. Also Sie haben ja ein Horn von Ihrem Vater schon früh bekommen. Sie ja, haben mit das neun. Mit neun. Und Sie waren wahnsinnig talentiert. Auch Sie waren dann Hornist im festangestellten Orchester, als Sie schon Familienvater waren. Also Sie waren eigentlich Hornist. Ja, und dann genau. Kam auf einmal, wie aus dem Nichts, dieses Gesangstalent. Wie kam das denn, dass Sie auf einmal gemerkt haben, Mensch, singen kann ich ja sogar noch besser als Horn spielen? Das wusste ich ja damals nicht. Das eben, aber wie kam es raus? Ja, das war wirklich ein ganz, ganz witziger Zufall. Und ich werde oft gefragt, ob das ein PR-Gag ist. Nein, das ist hat sich wirklich so zugetragen. Meine damalige Freundin, heutige Ehefrau, hat Gesang studiert. Also parallel dazu habe ich Horn studiert. Ich wollte ins Orchester, sie wollte auf die Bühne. Und so kam es dann, bei uns war es üblich, bei mir zu Hause für Familienfeste, Geburtstage oder so, ein bisschen Kammermusik zu machen. Und dann hat man immer so vorgeführt, was man gerade so arbeitet. Ich habe dann zum Leidwesen meiner Geschwister immer irgendein Hornkonzert gespielt. Und bis ich dann mal den Wink mit dem Zaunpfahl, ging auch heute mal nicht. und da kam die Idee meiner Frau, Mensch, lass uns doch einfach mal ein Duett singen. Und weil sie damals schon wusste, dass ich nicht so ganz wahrscheinlich textfest bin, hat sie das Katzenduett von Rossini ausgesucht. Das hat nur den Text Miau. Und das konnte ich mir gerade noch merken. Und dann haben wir eben dieses kleine Duettchen, das ist so ein kleines Kabinettstückchen, zusammen einstudiert. Und das war tatsächlich meine erste solistische Gesangstätigkeit. Und ja, das war natürlich dann Erfolg in der Familie, klar. Und dieses Duett hat sie aufgenommen auf Kassette und ihrer Mutter vorgespielt, die ihrerseits Sängerin war, hier unter anderem eine Zeit lang im NDR-Chor gesungen hat. Und hat natürlich erwartet, dass ihre Mutter nun sagt, ja, Mädchen, das hast du aber schön gesungen. Hat sie aber nicht gesagt, sondern die hat gesagt, Mensch, dein Freund, der hat aber eine schöne Stimme. Und da hat es bei mir irgendwie geklingelt. Und das hat mich dann sehr interessiert, ob da was dran ist. Dann bin ich von mir aus zu einem Gesangsprofessor gegangen und habe dem vorgesungen. Der hat mir dann erstmal eröffnet, ja, du bist ein Tenor, das wusste ich ja gar nicht. Und hat mit mir dann so ein bisschen angefangen zu arbeiten, ganz nebenbei. Und ja, und so hat es angefangen und ging dann ganz, ganz langsam. Neben meiner Tätigkeit als Hornist im Orchester. Ja, und heute sind Sie ein Weltstar und vor allen Dingen ja für Wagner berühmt. Mhm. Was ist die Faszination? Was ist das Großartige an Wagner? Wie würden Sie das jemandem beschreiben, der gar nicht weiß, was Wagner eigentlich bedeutet? Also ich glaube, also erstmal muss ich vorwegnehmen, ich glaube, ohne Wagners Musik und auch ohne diesen Kontakt, den es gab zu den Bayreuther Festspielen, weil meine beiden Schwiegereltern viele Jahre da tätig waren. Mein Schwiegervater war Kontrabassist und hat über 30 Jahre jeden Sommer da gespielt. Dementsprechend war meine Frau jeden Sommer als Kind in Bayreuth. Und da gab es damals die Möglichkeit, als ich dann in diese Familie mit reinkam, musste ich natürlich, um meine Freundin zu sehen, dann auch nach Bayreuth fahren. Und da konnte man Proben besuchen. Und das war eigentlich so mit mein erster Kontakt mit dieser Musik von Wagner. Und das hat mich gleich gepackt und fasziniert. Und ich glaube, dass ich ohne das wahrscheinlich gar nicht die Idee gekriegt hätte, Sänger zu werden. Also das hat mich wirklich fasziniert. Und da habe ich habe damals schon gedacht, Mensch, wenn man das kann, das ist bestimmt toll. Mhm. Ja, das hat ja dann sehr gut geklappt. Ja. Es gibt und ja um darauf zurückzukommen, ich glaube, die Faszination liegt darin, erstmal, das sind eben ganz monumentale Werke irgendwie. Dann diese Musik geht direkt
ins Herz, also in die Seele, spricht total die Seele an. Es ist ähnlich wie die heutige Filmmusik ist ganz viel, da sind ganz viele Elemente von Wagner drin. Mhm. Und daran kann man es vielleicht so ein bisschen erkennen, auch Filmmusik, wenn man Herr der Ringe hört oder so, das berührt einen ja. Mhm. Und das vermag eben Wagners Musik genauso. Und zwar nicht deshalb, weil es so rum ist, sondern weil die Filmmusiker alle von Wagner geklaut haben. Und er hat eben als erster diese Idee gehabt, eine szenische Handlung oder einen Seelenzustand mit Musik zu untermalen. Das, was die Filmmusik heute macht. Und ich glaube, das ist eben in meinem Fall nicht ohne Wirkung geblieben. Mhm. Und heutzutage ist es so, dass das ist ein Universum, diese Musik, die man nie ganz für sich entschlüsselt, glaube ich. Deshalb bin ich immer wieder fasziniert, auch wenn ich Stücke vielleicht schon wirklich oft gesungen habe oder Partien gesungen habe. Es ist immer wieder was Neues zu entdecken, neue Farben, neue Herangehensweisen. Und dadurch wird es nie langweilig und geht wirklich sehr, sehr tief. Mhm. Spannend, ich war noch nie bei den Bayreuther Festspielen. War irgendjemand schon mal da hier aus der Runde? Ich war schon. Ja, und da, kannst du das teilen? Also ich bin ja sehr musisch auch aufgewachsen. Ich war nicht in der Schule, aber in der Waldorfschule so ähnlich. Und für mich ist das großartig. Ich versuche auch am Sonntag wirklich nach Dresden zu kommen und Tristan zu sehen. Also ich hoffe, dass ich da kann. Das würde ich mich freuen. Also ich finde das wunderbar. Ich finde das wunderbar. Wer ja auch Riesen-Wagner-Fan ist, Angela Merkel. Ich glaube, die ist immer da, ne? Jedes Jahr. Ja, ist eigentlich jedes Jahr bei den Festspielen, ja. Und kommt die dann, wie hat man sich das vorzustellen, kommt die dann auch mal hinter die, hinter die Bühne und so? Backstage. So ein bisschen zum Schnacken, oder? Also es ist schon so, dass wir uns schon mal im selben Restaurant hinterher getroffen haben und dann haben wir uns auch mal gesprochen und so. Und das ist das Schöne, da ich glaube, sie und der Herr Sauer, die gehen nicht aus irgendwie, nee, um gesehen zu werden dahin, sondern wirklich, weil sie diese Musik lieben. Und das ist natürlich schön. Mhm. Jetzt gibt es was ganz Neues und dafür müssen Sie uns auch begeistern als CD. Wir sehen auch gleich einen Ausschnitt aus Ihrem Auftritt. Die schöne Müllerin, ja. Franz Schubert. Ja. Was ist das Faszinierende daran, diesem Liederzyklus? Das sind 20 Lieder, dieser Liederzyklus besteht aus 20 Liedern und jedes Lied für sich erzählt eine ganz kleine Geschichte. Und wenn man diese Lieder dann verbindet, dann ergibt sich aus diesen ganzen kleinen Geschichten, Episoden sozusagen, eine große Geschichte. Und das ist eine große Liebesgeschichte, die von Missverständnis, von tiefer Liebe, von Eifersucht, von Missverständnis über diese ganzen Seelenzustände und Erzählungen eigentlich dann wirklich sehr tragisch endet. Und ich mag diesen Zyklus so gerne, weil der sehr viel Natürlichkeit beinhaltet und ich mich auch mit so einem, das wird eigentlich erzählt, ein Müllerbursch zieht eben aus und gerät in eine oder kommt dann an eine Mühle, wo er sich in die junge Müllerin verliebt und die findet aber eigentlich den Jäger viel lieber, das merkt er aber nicht. Wie auch so oft im Leben. Ne? Ja, genau. Und daraus entsteht dann eine ganz große Tragik und das spricht mich einfach an und damit kann ich was anfangen. Mhm. Wir gucken uns das gleich mal an in der Elfi, ohne Publikum, aber sehr schön, sieht trotzdem toll inszeniert aus. Ist ja nicht mit Klavier, ne, wie das eigentlich ursprünglich gedacht ist es, ne? Natürlich mit Klavier, von Schubert für Klavier und, ja, aber bei Ihnen Gesangsstimme nicht geschrieben. Und ich hatte das große Glück, durch einen ganz verrückten Zufall, Herrn Andreas Tagmann zu treffen, der dieses Stück arrangiert hat für eine klassische Schubert-Oktett-Besetzung. Das bedeutet 5 Streicher und 3 Bläser. Und das ist mir natürlich, das ist mir sehr vertraut, weil solche Musik habe ich mit meinem Vater viel gemacht. Ich auch. Und, ja. Schubert-Oktett rauf und runter. Ja, genau. Ja. Oder auch Beethoven Septett, das ist ein ähnlicher Klang. Und dieser Klang ist mir sehr vertraut und deshalb habe ich das dann bei Herrn Tagmann in Auftrag gegeben und ich glaube, es ist ganz schön geworden. Es ist sehr schön geworden, wovon wir uns jetzt mal überzeugen. Hätte
ich tausend Arme zur Höhe, könnt ich brausend die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Haine, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Merke meinen treuen Sinn. Und dazu kommt noch in diesem Fall oder auch in dem Fall der Aufnahme, die wir gemacht haben, ist, dass ich das mit früheren Kollegen aus meinem Orchester gemacht habe. Und das ist natürlich noch mal eine tolle, eine ganz neue und andere Verbindung. Mhm. Ich muss noch mal eine ganz andere Frage stellen, weil wir das ja nun gemeinsam machen. Singen kann ich leider nicht. In Bayreuth war ich auch noch nie. Aber jeder kann singen. Ja, okay. Wir fahren gerne mit dem Wohnmobil los. So. Das stimmt. Aber Iris ist ja viel größer. Also wie lang? 8,50 Meter? Ja, ungefähr. Und 7,5 Tonner, ne? Also ein richtig großes Ding. Abgelastet auf 7,5. Ja, sind Sie denn damit jetzt heute auch hier? Hier nicht, der steht jetzt im Augenblick noch in Dresden, wegen des Gastspiels in Dresden. Und ich mache das nur, wenn ich wirklich mehrere Nächte brauche, dann fahre ich mit dem Wohnmobil. Aber im Augenblick brauche ich das Auto noch als Dienstwohnung in Dresden. Schläft auch in seinem Bett. Ja, schläft auch in seinem Bett, aber anders als vor mir. Ja, genau. Oder? Eine ähnliche Motivation. Ja, ich kann es total verstehen. Aber sind Sie dann, also wenn Sie die Scala oder wo auch immer, dann stehen Sie da hinterm Opernhaus auf dem Parkplatz und kochen sich ein paar Nüdelchen nach dem Konzert oder wie? Ja klar, was ist da lächerlich dran? Nein, ich meine, Sie können ja auch mit den anderen zusammen. Ja, das mache ich ja auch. Machen Sie auch? Ja, das mache ich ja auch, klar. Nach der Vorstellung ist das Schönste eigentlich, so einen Abend gemeinsam zu beschließen, und da gehen wir natürlich auch in ein Restaurant, klar. Aber man ist auch auf solchen Gastspielen sehr viel alleine. Ja. Und ich finde es schöner, alleine im Auto zu sitzen, als alleine im Hotelzimmer zu sitzen. Es ist aber allerdings nicht so, dass ich dann wirklich, dass ich direkt neben dem Theater stehe. Es kommt eher selten vor, weil ich habe dann auch gerne ein bisschen Abstand. Ach so. Und gehe sozusagen nach Hause. Und dementsprechend suche ich mir immer Orte, die dann an diesen Gastspielorten, es sind ja manchmal wirklich mehrere Wochen auch, wenn da ein ganzer Probenprozess da dran hängt, sind das manchmal 2 Monate oder so. Krass. Und da suche ich mir dann einen schönen Ort, wo ich mich wohlfühle und vielleicht auch mal einen Abstecher machen kann irgendwo in die Berge oder an einen See oder sowas. Oder zu Teaching Camp, vielleicht machen wir mal zusammen. Ja, gerne, jederzeit. Das ist eine Idee. Ja, machen wir. Die eigentlich so ist, wie ich mir Frauen im Ideal vorstelle. Die perfekte Mischung aus Rakete, muss man sagen, einerseits, und Löwenmutter andererseits. Oh. Sie vereint alles und sie hat auch noch ihren Körper, ich möchte jetzt mal vorsichtig sagen, ganz gut im Griff. Und wenn jemand was so gut beherrscht wie sie, dann muss man einfach ab und zu mal fragen, sagen mal, wie machst du das eigentlich? Glücklicherweise schreibt sie regelmäßig Bücher darüber, die uns ermöglichen würden, theoretisch so auszusehen wie sie, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das geht runter, Barbara. Also wirklich so viele Komplimente. Aber immer, wir müssen darüber, wir werden wieder hochmotiviert heute, alle. Ich sag's Ihnen jetzt direkt, wenn wir gleich mit Barbara Becker gesprochen haben, wenn Sie nach Hause fahren und sagen, morgen ändere ich mein Leben. Und das wird auch noch, also das ist ja wirklich, wenn du so sagst, morgen, da guck mal, was du da für Angst gemacht hast. Es ist jetzt nicht so, dass man wirklich das Leben ändern muss, sondern es geht darum, dass man den Körper unterstützt und dann trotzdem nicht auf Genuss verzichten muss. Das ist das. Darüber möchte ich mit dir sprechen, weil das ist übrigens auch das Thema von Maya. Verlust, Verzicht, Verbot ist ganz schlecht. Die drei großen V. Die drei großen V's. V's mit F. No way. Genau. Jetzt sind natürlich die Leute, die Probleme haben mit der Legasthenie, die sind jetzt schon gefragt.
die Fs, die Vs und so, die sind jetzt durcheinander. Entschuldigung. Wie auch immer. Wir reden aber erstmal über deinen Jahreswechsel, weil du bist, glaube ich, heute gerade erst oder erst vor kurzem gestern. Bin gestern angekommen. Bin auch noch zwischen Wärme und Kälte, muss noch so ausgleichen, weil ich hier auch so ein Blüschen anhatte, dass ich dachte, was so schön zurückstrahlt ins Gesicht. Aber das mir tut's ist auch. Kalt. Ja, aber da musst du jetzt durch. Halt. Da muss ich jetzt durch, ja. Aber ich habe das vor allen Dingen auch wegen der deutschen Sprache gemacht, weil ich natürlich dann schon immer so 24 Stunden brauche, um so, dass ich nicht Denglisch spreche und nicht Carbohydrates sage, sondern Kohlenhydrate. Und ich gebe mir heute Mühe. Ach, das ist ja toll. Okay, gut, ja, super. Du bist in unserem Sprachkreis angekommen. Ich hoffe. Aber du hast wieder, du sprichst mit deinen Kindern Englisch? Mit Noah spreche ich sehr viel Deutsch. Und mit Elias, wenn es die anderen nicht verstehen sollen, ja. Ach, das ist ja toll. Oder wenn ich schimpfe. Okay, du hast wie immer, du hast es ja perfekt hingekriegt, die große Familie irgendwie zusammenzuhalten. Also du hast immer alle umarmt, hast gesagt, alle sollen kommen. Und ich glaube, du bist, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, am glücklichsten, wenn die Bude voll ist. Ich glaube, jetzt zum Jahreswechsel war sie wieder komplett voll, oder? Ja, also wirklich jedes Sofa war belegt. Wir haben auch draußen, waren die Temperaturen jetzt nicht ganz so warm, aber trotzdem haben Leute auch draußen geschlafen. Ich habe dann ein Zelt aufgebaut und Freunde, Mütter, Großmütter, alle waren da. Also meine leider nicht mehr, meine Großmütter, aber die von den Freundinnen waren da und ganz viele Verwandte und Bekannte. Und ja, und so ich könnte mir vorstellen, du bist eine perfekte Anlaufstelle, wenn man irgendwie so sagt, ich will es schön haben, ich will es familiär haben, ich will es aber auch locker haben. Oh ja. In diesen Zeiten, wo ja viele, wir haben es ja jetzt wieder hinter uns, aber Weihnachten und Silvester sind ja schon viele ein bisschen angespannt. Ja, bei mir ist so, dass ich mache die Flaschen auf, das sage ich auch an, und alle anderen müssen das Essen mitbringen. Also das ist das, was ich mache. Ich mache die Flaschen auf. Und das ist total cool. Alles ich mache es immer andersrum, das und dann, ist schlecht. Und dann machen wir so Potluck, weißt du, jeder darf was mitbringen. Wir hatten sehr viele Italiener da und auch Leute aus der ganzen Welt, und dann war das Essen natürlich toll. Wenn ich koche, ist es manchmal so ein bisschen... Porridge. Nee. Da hat ja Biolek gesagt, ne? Das habe ich ja bei Biolek gekocht. Also ich muss wirklich sagen, du erzählst es immer so, als hätte ich so viel richtig gemacht. Ne? Also Porridge ist wirklich Geschmackssache, aber beim Porridge oder beim Essen mit den Kindern habe ich wirklich einiges richtig gemacht. Das merke ich jetzt, weil sie sich für die richtigen Sachen entscheiden. Ja. Aber viele andere Sachen kann ich mir wirklich nicht, da muss ich wirklich so bescheiden sein wie er, kann ich mir wirklich nicht auf die Fahne schreiben, habe ich nicht selber gemacht, ist mir zugeflogen, und deswegen lebe ich auch in der Dankbarkeit. Deswegen kann ich viele Sachen, die andere Leute vielleicht nicht so annehmen können, annehmen, weil ich wirklich aus der Dankbarkeit, ich lebe im Glück mit diesen tollen Kindern, und ich bin so wahnsinnig dankbar, deswegen fallen mir auch so viele Sachen leicht. Aber ich muss dir sagen, diese Geschichte mit Weihnachten war für mich deswegen schwierig, nicht wegen dem Essen, Kochen und so weiter. Ach, ich wollte die Bierleck-Geschichte noch erzählen. Kurz. Ja. Danke. Ich habe gerade in deinem Auge gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Alles toll, was du erzählst. Nee, aber die Bierleck-Geschichte war folgendermaßen, habe ich bei ihm gekocht, den habe ich ja sehr verehrt und sehr geliebt, er mich auch. Ich war mit ihm in Afrika und hat mir sehr viel gelehrt auch. Und dann sagte er zu mir, Barbara, also ich habe da Kritiken bekommen, ich habe bei ihm gekocht. Den Porridge, den ich den Kindern wirklich jeden Tag gekocht habe, vom ersten Tag in der Schule bis zum letzten Tag in der Schule, gab es jeden Morgen diesen Porridge. Da war alles drin. Und deswegen haben die Haare so toll geglänzt und alles Mögliche. Und dann sagte Biolek, ja, das ist ja ganz toll, aber die Kritiken sind so unterschiedlich. Also manche Leute sagen, du hättest ihnen damit das Leben gerettet. Und andere Leute sagen, damit kann man noch nicht mal die Wand zimmern. Fensterkleister. Ja, das war ganz schlimm. Aber ich bin da sehr stolz drauf, weil die Kinder haben, ich habe natürlich die Geschmacksnerven direkt zerstört. Also das war alles andere, schmeckt danach lecker. Ja, das ist aber auch eine Strategie. Das ist meine Strategie, aber es ist tatsächlich so, amerikanisches Schulessen war jetzt nicht so toll, und da kommen wir gleich zu meinem Buch. Also nur Zucker ist natürlich auch schlecht, und deswegen habe ich den Kindern eben diesen Porridge gekocht, der manchen Leuten das Leben gerettet hat, würde ich sagen. Das glaube ich sofort. Und jetzt können wir schon wieder Leben retten. Weil jetzt kommt da das kleine Oberarm-UFO ins Spiel. Und zwar, du siehst jetzt für mich wirklich so aus, als würde alles so laufen, dass es nicht verbesserungsfähig ist. Theoretisch an deinem Körper. Dennoch bist du natürlich die ganze Zeit interessiert gegenüber allen möglichen neuen, sag ich mal, Forschungen, die eben, und man weiß ja inzwischen so viel mehr als früher. Ich meine, wir wissen noch früher, meine Mutter hatte die Atkins-Diät im Schrank stehen. Mhm. Das war der kleine Mann mit der großen Hose, stand, glaube ich, in jedem guten deutschen Haushalt. Und da sollte man Sahne trinken und dazu Filet essen. Ich denke, und fettiges Fleisch. Ich denke mal, dass wir inzwischen neuere Erkenntnisse gewonnen haben. Und du kannst uns jetzt mehr dazu erzählen, was nämlich der Blutzucker
Ich habe mich immer auf die Kalorien konzentriert. Mhm. So, ich hätte den Blutzucker im Griff haben müssen. Was hast du getan, um deinen Blutzucker so zu kontrollieren, dass er dir viel Gutes tut? Also wir wissen ja alle, dass wir zu viel Zucker essen, dass versteckte Zucker überall drin sind, das weiß jeder. Und dass wir eben unsere Zuckerblutspiegel, also Blutzuckerspiegel, da ist wieder das Wort, in den Griff bekommen müssen. Und das geht am besten, indem wir, also da muss man wirklich nicht auf alles verzichten. Also natürlich ist jetzt Sahne und, was hast du gerade erzählt, Steak. Fettiges Fleisch, ja. Ist jetzt auch nicht, da sind nicht ganz so viele tolle Sachen drin. Nee, aber eben, es geht eben auch um die Reihenfolge, wie man Sachen isst zum Beispiel. Und da findest du in unserem Buch ganz viele Tipps und Tricks, aber eben auch, was du gerade sagst, neueste Studien, wie man eben, ja, eben mit in der grünen, also eben im Gebiet der grünen Linie bleibt. Also, dass man eben da auch keine Zivilisationskrankheiten bekommt, wie zum Beispiel, wie jeder Dritte jetzt mit Diabetes oder Prädiabetes zu tun hat. Also, aber wie kann man das denn feststellen? Entscheidend ist eben den Blutzucker, glaube ich, dass in der Balance, da ist sie wieder, die Balance zu halten. Also, es geht nicht darum, hochpeitschen und dann soll er wieder abfallen, sondern der soll idealerweise den ganzen Tag ungefähr auf dem gleichen Niveau sein. Ja, also, das nach dem Essen ist er natürlich anders als vor dem Essen, aber er sollte so zwischen nüchtern, so zwischen, also ich bin ein bisschen tiefer, also zwischen 70, 100, also zwischen 100 ist eigentlich der Wert und bei, nach dem Essen ist er so bei 140, 130, 140 und dann geht er eigentlich wieder runter auf 100. Und ich habe jetzt auch nochmal für dich extra so ein Arm-UFO angelegt. Zeig uns das mal. Das ist der, um das auch nicht mehr zu stigmatisieren, das tragen ja auch wahnsinnig ganz viele Leute. Ganz viele sieht man jetzt inzwischen im Schwimmbad. Zeig mal, so. Wie sieht das aus? Das ist ein Blutzuckermesser. Und das, ach, das Leute, hat man dann immer dabei? Also das habe ich jetzt gerade wieder an, weil wir gerade auch wieder an einem neuen Konzept arbeiten. Da geht es sehr viel um Verkostung. Ich muss ganz viel verkosten und muss einfach gucken, wie meine Blutzuckerkurve bei welchen Sachen ausschlägt. Wobei ich das inzwischen auch weiß. Ich habe mir das für dich auch angelegt. Aber das Wichtige an der Geschichte ist zuerst Ballaststoffe. Ballaststoffe in Form von Salat, Gemüse, Rohkost, Nüsse. Ich esse mein Saatenbrot, ich mache mir das jede Woche selber. Mhm. Und danach kannst du deine Fette essen, deine Öle essen, dann deine simplen Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis, was auch immer du magst, Kartoffeln. Du hast für mich mal Reis gekocht. Ja, ich dachte, das war toll. Ja, das war sehr lecker. Kein Fall Nudeln, ich mache lieber Reis. Aber die Nudeln sahen auch lecker. Waren auch gut, ja. Haben die anderen gekriegt. Ja. Erst das Brot und die Nudeln. Und zuerst die Ballaststoffe. Mhm. Ach so. Genau, also Fiber first. Okay. Ein weiteres F. Fibers first. Also zuerst Fibers. Und dann hat der Magen damit zu tun, das wird dann schön ausgekleidet mit den Fibers, mit den Kohlen, also wie heißt das? Ballaststoffe. Danke. Mit den Ballaststoffen. Ballaststoffen oder Ballaststoffen. Und dann kommen eben die Öle und die Fette und die Proteine dazu. Und dann eben die schnell verdaulichen Glucose sozusagen. Also die Zucker, die Carbohydrates, die ja sofort im Körper... Und das innerhalb einer Mahlzeit, sagen wir jetzt. Genau. Also wie lange, du isst langsam, hast du gesagt? Das mache ich, ja. Was natürlich auch nochmal zusätzlich gut ist. Weil ich das zelebriere. Wie kann man das auch, macht das auch Sinn, wenn ich jetzt sage, ich gehe mittags in die Kantine, ich halte mich an deine Vorgaben und muss das aber schaffen innerhalb von 20 Minuten? Ja, also das ist, also ich esse, das kannst du auch mal 10 Minuten machen, das ist nicht so schlimm. Also Tatsache ist, wichtig ist am Anfang der Salat oder das Gemüse und dann später die Spaghetti. Ja. Und ganz zum Schluss das Tiramisu. So, das wäre die Faustregel. Das darf man? Ja, klar. Ja, aber weil das natürlich dann die Spitze nicht hochgeht. Na klar. Immer an die Mahlzeit ran. Ich glaube, was das Schlimmste ist, und das ist natürlich auch ernährungswissenschaftlich tausendfach bewiesen, dieses permanent Fressen über den Tag, oder? Genau. Snacken, die ganze Zeit, ja, weil dann ist der Blutzucker, kommt nie zur Ruhe. Irgendwie. Genau, und du hast ja auch gefragt, wie man das merkt. Also natürlich ist das jetzt das Beste, aber das kostet auch bei euch noch, in Amerika ist es noch mal teurer, ich glaube, es kostet irgendwie 70 Euro bei euch. Ich bin dafür, dass das den Leuten einfach so gegeben wird, hoffentlich passiert es bald, oder dass die Krankenkassen das verschreiben, nicht nur den Diabetikern oder den dass jeder einfach mal herausfindet. Aber du kannst es eigentlich herausfinden, indem du merkst, dass du immer wieder Heißhunger hast oder Gelüste hast. Das ist dein Zuckerspiegel, den du dann wieder nachfüttern musst. Und wegen der Fettverbrennung, was du ja gesagt hast, das ist auch eine schöne Nebenerscheinung, wenn du eben nicht immer den Insulinspiegel so hochhalten musst, dann wird dein Fettabbau wird da gestoppt. Mhm.
dann kannst du auch das Fett wieder abbauen. Also das ist eine schöne Nebenerscheinung, dass du auch Gewicht verlierst. Und deswegen sind wir auch dafür. Aber das Wichtige eigentlich bei dem Buch ist, dass wir zeigen, wie einfach das geht. Wir haben 50 leckere Gerichte, die auch super lecker schmecken. Habe ich lecker gesagt, ja? Und auch einfach zu machen sind. Das ist ja auch immer, dass Leute sagen, ja, dafür habe ich keine Zeit. Das können die Leute machen, die am Strand wohnen, so wie du und so weiter. Und das ist eben nicht so, sondern das kann man innerhalb von einer Viertelstunde machen. Schmeckt super lecker. Lecker. Und auf jeden Fall, dann gibt es natürlich Übungen noch dazu. Ganz ohne Übungen und ohne Bewegung geht es natürlich auch nicht. Aber Schlafen ist wichtig, Stressabbau. Und wir geben ganz viele Hacks, Tipps, Tricks. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nach einer vollen Mahlzeit mit ganz vielen Nudeln sich so voll fühlt und erschöpft ist, dann kann man einfach ein bisschen laufen. Dann kriegt man auch seinen Zuckerspiegel zurück. Oder, ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Der berühmte Essig, ehrlich gesagt. Ich höre das immer mehr. Apfelessig. Erzähl mal, weil da stand dann, man soll ein Glas. Dann dachte ich mir schon, oh Gott, ich muss ein Glas Essig trinken. Nein. Aber nein, man soll einen Teelöffel verdünnt auf ein Glas Wasser. Genau. Und dann ja, inzwischen schmeckt es dann auch schon lecker. Also ich habe dann auch, also man kann sich viele Sachen auch angewöhnen. Machst du das wirklich vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit? Also vor der Mahlzeit. Nein, ich esse tatsächlich meinen Salat vorher. Dann brauche ich das nicht machen. Mhm. Aber ich habe das auch schon gemacht und ich habe es natürlich auch nachgeguckt. Das sind ja auch sehr viele Selbstversuche in dem Buch, was ich da beschreibe. Ich habe das mit einer Wissenschaftlerin gemacht, mit einer Ernährungswissenschaftlerin, Franca Mangiamelli, mit der ich meine anderen Bücher auch geschrieben habe. Die hat es natürlich alles mit Studien hinterlegt, sonst wäre das wirklich nur Selbstversuche. Ich habe das aber dann alles gemacht, um eben auch herauszufinden, wie ich mich fühle. Also bei mir geht es immer darum, dass ich mich stark fühle, dass ich mit 80 auch so da sitze im Stuhl. Das ist das, was für mich wichtig ist, dass ich meinen Körper unterstütze. Und genau so. Ich finde, du solltest nach China fahren übrigens. Ja. Ja. Und nein, für mich ist es auch das, was Maya sagt. Ich bin so wahnsinnig gerne am Leben. Und das ist das, wie ihr mich sehen könnt. Das ist mein Tempel, das ist mein Körper. Den möchte ich gerne beim Leben unterstützen. Und jetzt wissen wir, was du schon gesagt hast, jetzt wissen wir so viel. Deswegen gibt es diese Studien. Und deswegen können wir heute uns auch genussvoll gesund ernähren. Hast du dich denn auch immer vernünftig ernährt? Bist du deswegen ja. Doch, irgendwann schon. Ich habe irgendwann mal gemerkt, so Studioarbeit, kurze Pause, Rindsroulade reingedrückt, weitergearbeitet. Bleierne Müdigkeit. Und da habe ich gedacht, müde kann ich gar nicht gebrauchen. Und dann fing ich an, erstmal Vegetarier zu werden und Fleisch nur noch einmal im Monat zu essen. Und dann ist das aber auch richtig eine Nummer. Also dann denkt man richtig, wow. Boah. Mhm. Ja, sollte ja auch sein. Ne? Naja, und dann ging das irgendwann mit dem ayurvedischen Essen los und so, dass praktisch in einer Mahlzeit alle Geschmacksrichtungen, sauer, scharf, süß, bla 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 bla, gibt 6-7 Stück, irgendwie sollten da drin sein. Ist ein bisschen sehr aufwendig. Ja, ja, das, ja, aber macht er schon alles richtig? Ja, alles richtig. Guck mal. Was macht ihr denn? Messt ihr auch alle? Misst du deine Schritte? Hast du eine Uhr? Schaust du drauf? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ja. Es wird noch schlimmer. Ja. Nee, ich gehe tatsächlich, wenn ich joggen gehe, hatte ich früher immer so eine App und wollte wissen, welche Zeit ich dann wie laufe. Und habe dann aber gemerkt, dass es irgendwie... ich war dann mit den Werten so unzufrieden. Und dann, wenn ich einen guten Lauf hatte und dann geguckt habe, oh, dann war ich irgendwie enttäuscht. Und deswegen habe ich es einfach weggelassen, weil ich einfach nur Erfolgserlebnis haben wollte. Ja. Das ist viel erfolgreicher, wenn man nicht guckt, wie weit man gelaufen ist. Ja, ja, genau. Also du hast es sozusagen, hast ein gutes Gefühl für deinen Körper, aber um den Blutzuckerspiegel, sage ich jetzt mal, zu sehen. Das heißt, du hast es also auf einer App dann im Handy, kannst genau sehen, okay, was macht welches Lebensmittel mit mir? Richtig. Wie reagiert mein Körper? Ich könnte mir vorstellen, jeder Körper reagiert auch anders. Na klar. Und dann kann man sich ein bisschen nach einer... Wie lange braucht man? 6 Wochen, 8 Wochen? Nee, also das ist 2 Wochen, 2, 3 Wochen. Also der ist jetzt noch 14 Tage dran. Mhm. Das muss man dann auswechseln. Aber ich habe das 2-mal gemacht und hatte dann eigentlich wirklich im Griff, was ich essen soll. Aber wirklich diese Faustregel, die wir beschreiben, wir haben das ja auch mit den Rezepten so beschrieben, wenn man danach lebt, also jetzt nicht nur nach unseren Rezepten, aber eben möglichst viele Ballaststoffe am Anfang, dann die Öle und das Fett und die Proteine und dann... die einfachen Carbohydrates, dann ist es wirklich zu machen. Du isst doch keine Nudeln mehr. Ich habe heute schon Nudeln gegessen. Und Lachs gegessen hast. Nein, nein, du isst es. Ja, weißt du, wie ich esse? Ich esse ein bisschen Salat und dann esse ich Pasta. Nein. Mhm. Und dann Tiramisu. Dann Tiramisu. Gut,
Also oder eine Handvoll Nüsse. Theoretisch haben wir es jetzt voll drauf, ehrlich gesagt. Ich finde, Conchita sieht auch so aus, als ob du ernährst dich auch nach so einem gesunden Prinzip, oder? Bei der Figur. Ich habe keine Ahnung. Also bei mir funktioniert alles relativ. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie natürlich ergeben, aber auch irgendwie das Bewusstsein für den eigenen Körper. Du denkst dir, okay, we have to do this together. Und dann denkt man sich, ja, was schaufelt man sich denn eigentlich so rein? Also die Zeiten, wie ich in Wien Teenager gegessen habe, habe ich mit 29 dann auch wirklich gelassen. Also jetzt denke ich, wusste nicht, dass der Salat am Anfang so beneficial ist, weil das habe ich immer gemacht. Ich liebe den Salat. Siehst du, und das ist toll. Ja, und dann vielleicht ist es das. Ich bin in einem Ghost-Haus. Instinkt. Maybe. Ja. Ja. Aber der Salat, der bei euch im Gasthaus geliefert wurde, das ist ja mit Kraut, mit Rotkraut, oder? Mit eingelegten Möhren. Ein Salat. Also gescheiter Salat, gescheiter gemischter Salat halt. Ja, gemischter Salat. Ah, toll. Und sag mal, deine Kinder, also ich meine, die sind ja auch ein bisschen das Ergebnis deiner Erziehung. Du hast gerade eben gesagt, die machen eigentlich jetzt viel richtig, oder? Ja, beim Essen auf jeden Fall. Das ist, und sonst natürlich auch, aber damit habe ich wirklich weniger zu tun. Die sind jetzt nur letzte Woche 30 geworden. Und hat eine große Party in L.A. gemacht. Ja. Boah, und war, sag mal? Ich glaube, es war schwieriger für mich als für ihn, das mit der Zahl. Also ich, es war toll. Ich konnte wirklich zuschauen, mir... glücklich war. Ja. Und ich muss dann wirklich noch mal die Nabelschnur noch mal ein bisschen durchschneiden, muss ich merken, dass ich mich nicht einfach immer so daneben setze, weißt du, so ins Zug reinrücke. Und sich so ranrobbt und die so küsst die ganze Zeit. Ja, das mache ich auch immer. Ja, wird dann immer schwieriger, vor allem, wenn die Freundin daneben steht. Die liegt jetzt ja mit im Bett, wenn du ihm abends eine Geschichte vorlesen willst. Na, ich liege da dazwischen. Wer ist denn dieses Weg? Kannst du dir nicht vorstellen. Da lachst du jetzt, aber es ist schon sehr aufdringlich, was ich mache. Ich habe mich da mal beobachtet. Das ist wirklich, dann dazu? Ja. Weil und wir sind ja wie so diese eingeschworene, das ist immer ganz lustig, aber ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufhören. Ja, aber ja, ich muss weniger werden. Du bist ja mit denen sozusagen, ich glaube, ihr wart ja wirklich ganz eng und du warst sozusagen da. Das war ja auch eine coole Gemeinschaft, die ihr hattet und habt da so euer Ding gemacht. Ja. Ich kann mir das vorstellen. Also du warst auch mal hier, hast du nicht auch ein Buch über das Empty Nest geschrieben? Hat aber nicht geholfen. Muss ich nochmal machen. Musst du nochmal schreiben. Ja. Ja, wenn du jetzt nochmal Blutzucker und Bewegung mit Yoga und Empty-Nest-Syndrom kombinierst, dann kannst du noch mal ein ganz neues Buch schreiben. Ich habe schon ein neues, aber das erzähle ich dir nächstes Mal. Wirklich? Ja. Hat es was mit Körper mit Sorgfalt hat's zu tun, mit Selbstfürsorge. Mach doch mal was über Sex. Mach ich doch gerne. Mach was mit. Ah, nee, da könnte ich auch mal. Da kannst du mich da mal zu fragen. Mal, ja, ja. Da kennst du dich auch. Ja, da kenne ich mich besser aus als mit Salat. Also bei mir ist nur hängen geblieben, erst Salat, dann Nudeln, dann Tiramisu. Dann sieht man so aus wie Mama. Ganz einfach. Die wichtige Botschaft war doch eigentlich, gutes Design gibt gute Lebensqualität. Und es geht nicht darum, nichts mehr zu haben, sondern es anders zu machen. Mhm. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden die Spielregeln so ändern, die politischen, dass das einfach wird. Mhm. Anstatt, dass man es immer anstrengt gegen den Strom, gegen die Normalität. Mhm. Das ist doch die Vision, wo wir hin müssen. Ja, das passte wunderbar. Passte perfekt. Jetzt beamen wir uns mal zurück. Es ist genau 10 Jahre her. Da hat sie den ESC in Kopenhagen gerockt mit Rise Like a Phoenix. Und natürlich hat sie den ersten Platz gemacht. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Willkommen. Man kriegt eine Gänsehaut natürlich, wenn man das sieht. Mhm. Kommt dir das manchmal unwirklich vor oder ist es so, als wäre es gestern gewesen? Beides. Also es fühlt sich an, als wäre es ewig her und dann gibt es Momente, wo man denkt, was, 10 Jahre? Das geht's ja nicht aus. Das kann ja nicht so lange her sein. Aber es ist so lange her.
Ja, es ist natürlich ein Moment, der mein Leben verändert hat. Und immer wenn ich das auch sehe, da wird mir auch anders, also positiv. Das berührt mich schon und das hat mich damals emotionalisiert und tut es heute noch. Mhm. Ich glaube, Sie sind auch ESC-Fan, ne? Total. Ja, wer nicht? Ja. Wer nicht? Können Sie sich erinnern an diesen sagenhaften Auftritt? Ja. Ja, ja, du hast schon gesagt, das hat dein Leben verändert. Wie? Was hat sich alles in deinem Leben getan in diesen 10 Jahren seitdem? Ich glaube, das, was sich unmittelbar verändert hat, war, dass meine Stimme plötzlich an Wertigkeit gewonnen hat, als ich an einem Tisch saß, wo Entscheidungen über meine Karriere getroffen wurden. Also plötzlich hast du quasi diesen Erfolg vorzuweisen und sind so, okay, not just a puppet oder nicht nur was Austauschbares. Das habe ich ganz stark gemerkt und dann halt die Möglichkeiten, die Situationen, in denen ich mich wiedergefunden habe. Also das dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Gestern hat mich niemand gekannt, heute twittert Cher über mich. Diese Geschichte werde ich auch für immer erzählen. Auch wenn wir wollen sie auch immer hören. Ja, wir hatten auch nie wieder Kontakt nachdem, aber das ist doch wurscht. Aber ja, ich habe ein sehr privilegiertes Leben und ich darf mit dem, was ich am liebsten tue, ja, meinen Lebensunterhalt verdienen, meine Zeit verbringen und das ist ein Geschenk, absolut. Ja, es ist fantastisch. In Malmö ist ja das der nächste ESC. Ja. Wirst du da vor Ort sein? Na sicher, ich mache mir immer wichtig. Du bist immer da? Ja, natürlich. Ja, das ist die einzige Bubble, wo sie glauben, dass ich Madonna bin, natürlich. Wurdest du schon gefragt oder gedrängt, doch nochmal anzutreten? Ja, ständig, die ganze Zeit werde ich gefragt. Meine Antworten sind auch immer anders. Manchmal sage ich, ja, auf jeden Fall. Und dann ja keiner. Aber in Wahrheit, also man kann mich in jeglicher Hinsicht buchen, was den ESC anbelangt, nur nicht mehr die Position der singenden Person, die dann für irgendein Land antritt. Ich glaube, das mache ich nicht mehr. Weil ich hätte einfach den Anspruch, dass ich nochmal gewinne. Und wie wahrscheinlich ist das? Ja, eben. Ja. Aber wahrscheinlich schade, dass du nicht mehr da antrittst. Aber du bist ja hinter den Kulissen sehr aktiv. Jetzt willst du ja dazu beitragen, dass Deutschland endlich mal wieder ein bisschen weiter nach vorne kommt. Wir geben unser Bestes. The Ray und ich, wir haben eine Eurovision Coaching Show, die nennt sich Ich will zum ESC. Und Ray Garvey und ich, genau, ich will auch unbedingt zum ESC. Und ich habe schon so ein bisschen die Motivation im 10-jährigen Jubiläumsjahr vielleicht sogar mitzugewinnen mit der Person, die ich vielleicht ausgesucht habe. Vielleicht habe ich auch den Song geschrieben. Also das wäre schon ziemlich extra, I would say, wenn es so funktionieren würde. Und der Ray und ich, wir haben uns als einen vielscharfen KandidatInnen eben für jeweils 2 Gruppen entschieden. Also ich habe mich für ein Paar entschieden und der Ray für ein Paar. Und die begleiten wir durch einen Prozess bis hin zu dem Moment, wo wir den Song finden und das Konzept erdenken, mit denen wir die dann am 8. Februar ins Live-Finale, in unser kleines Live-Finale in der ARD-Mediathek Deutschland präsentieren und da kann man dann voten und anrufen. Bitte alle einschalten, sehr, sehr wichtig. Bitte für meine KandidatInnen anrufen, das wäre super. Wir gucken mal rein, ihr seid natürlich ein tolles Duo, ihr versteht euch auch sehr gut, aber ihr seid auch Konkurrenten. Ne? Wir gucken mal rein, ich will zum ESC. Wir haben uns aus einer Großschar an Bewerbungen, die, wie wir finden, 15 interessantesten Personen rausgesucht. Wir erstellen einen Weg, wo die ganzen Kandidaten da durchgehen können, um ihre Chance zu nehmen. Und am Ende kann nur was Gutes daraus springen. Die Stimme ist absolut im Vordergrund, aber die Personality ist genauso wichtig. Authentizität. Danach suchen wir. Ja, das ist ja. Und also der Gewinner oder die Gewinnerin darf ja dann in der Sendung, die Barbara moderiert, beim Deutschen Vorentscheid am 16. Februar, darf dann zusätzlich zu denen, die da sowieso auftreten, auch mit dabei sein. Ja. Genau, und dann bitte wieder für diese Person anrufen, damit die dann eben auch zum Song Contest kommt. Genau, also wir treten gegen alle anderen an, die mittlerweile eh schon feststehen. Ja. Was glaubst du denn, warum schneiden wir Deutschen immer so schlecht ab? Ist ja wirklich schon dramatisch. Also immer, fast die letzten Jahre, immer letzter Platz, vorletzter Platz. Was machen wir denn da falsch? Also zum einen liebe ich den Ehrgeiz, weil es kennt euch ja wurscht sein.
Man könnte sagen, okay, wir gewinnen nie, wir machen das nicht mehr. Aber dem ist ja nicht so. Deutschland möchte ja erfolgreich sein im Song Contest. Und das finde ich schon mal der richtige Ansatz. Ich werde das sehr, sehr oft gefragt. Und ich bin vielleicht nicht die richtige Person, die man dazu befragen kann, weil wir haben zweimal den Song Contest gewonnen. Also es gibt kein Rezept, wie man das Ding rockt. Es ist schon auch ein Magic Moment, finde ich. Und den versuchen wir natürlich zu finden und zu kreieren. Aber wonach geht ihr jetzt da bei diesen Kandidaten? Also was glaubst du, was braucht man, um überhaupt eine Chance zu haben, da bestehen zu können? Also es braucht auf jeden Fall das Gesamtpaket. Natürlich zählt der Gesang. Wir haben eine Fachjury, die werden das einfach auf musikalischer Ebene bewerten, was das Arrangement anbelangt, was die Stimme, was die Performance anbelangt. Aber natürlich geht es dann auch um die Personality. Also wie kommt diese Person rüber? Wir suchen tatsächlich nach dem X-Faktor. Wir suchen nach einer Person, in die man sich verliebt, der man alles glaubt, was da auf der Bühne passiert. Und ich glaube, dass ich diese Person gefunden habe. Ach, hast du schon gefunden? Ja. Ja, eben. Ich weiß es schon. Anruf. Ich glaube schon. Okay. Ich bin sehr optimistisch. Aber diese Person muss sich ja dann auch noch behaupten gegen die 8, ne? die jetzt schon feststehen, genau. Die dann beim Vorentscheid antreten werden. Wir machen mal einen Schnelldurchlauf, damit man einen Eindruck bekommt. Ja. Sie ist eine Katze. I'm always on the run, na na eh, run na na eh, run na na eh, run na na eh. I knew now that I know what your kisses feel like. How no more tears like rain running down my face again. No tears like rain running down my face, my face. All I can do. Bevor ich Achim frage, was er glaubt, wer die besten Chancen hat, will ich natürlich, die wichtigste Frage ist ja, Barbara, was ziehst du an? Ja, es wird wieder, ganz genau, das ist die einzige Frage, die zählt. Ich mach das für dich. Ja. Styling. Du, es darf ja nicht zu schick sein. Also ich kann auch sozusagen, an dem Abend kann man auch mal Sachen tragen, wo jemand anderes gesagt hätte, oh Gott, klassischer Fall von Nerven verloren vom Kleiderschrank. Also da kann hier mal was raus explodieren und hier wächst ein Wellblech und eine Schärpe und ich weiß nicht was. Also ich habe schon die dollsten Wellblech. Sachen angehabt. Ich fand es jedes Mal extrem schick, aber ich muss sagen, dass doch muss ich, also selten so viele schlechte Kommentare wie über mein Outfit habe ich sonst tatsächlich. Absichtlich hast du das gemacht? Ja, einmal. Aber es ist auch, ich finde, an dem Abend kann man auch so richtig Gas geben und dann muss man eben auch mal, weißt du? Ich bin sehr gespannt. Du siehst immer gut aus. Mit deinem Kenner. Also mich darf man da auch nicht fragen. Nee. Also ich habe bei allem das Gefühl, das gab es schon mal so ähnlich. Also da war ja Conchita wirklich herausragend. Da saß man ja echt davor und dachte, wo kommt der Mensch denn her irgendwie? Kommt er auch von unserem Planeten oder was? Und sowas zu finden ist natürlich irre schwer. Und eins zählt auch, also es muss irgendwie eine Emotion rüberkommen, gegen die man sich gar nicht wehren kann. Mhm. Also, wie bei Wagner. Zum Beispiel, ja. Ja, also, und dieses ganze Popmusikgedöns irgendwie, ja, okay, für mich ist das alles irgendwie durch. Wir warten eigentlich auf die neuen Zeiten. Okay, nee, aber dass ich jetzt nicht mies machen hier. Und wir wollen gewinnen. Conchita sucht schon jemand, hat schon jemand, glaube ich. Ach, auch klar, sicher. Die ist so kompetent. Habe ich schon alles in. Aber hat sich das nicht ein bisschen auch verändert? Dass, ursprünglich war es ja wirklich ein Liedwettbewerb eigentlich. Also das ging um den Song. Und das hat sich doch eigentlich verändert, dass es sehr stark auch auf die Performance ankommt, oder? Also natürlich ist es immer eine Abbildung der momentanen Zeit, auch wie wir Musik konsumieren, was wir hören. Das finde ich super, dass sich der Song Contest auch immer weiterentwickelt. Es gibt natürlich Beispiele, wo die Performance so stark ist, dass der Song vielleicht so irgendwie mehr
wie bei Wagner, szenisch war und das irgendwie unterstützt hat. Und dann gewinnt Portugal von vor einigen Jahren mit einer Klavier. Am Klavier? Das ist ja, überhaupt keine Stimme Performance. Und ja. Also und das finde ich so toll am Song Contest, dass einfach für alles Platz ist. Und am Ende gewinnt immer das, was uns ins Herz trifft. Und das ist so schön, das jedes Jahr auch wieder zu erleben, aber auch zu merken, wie unterschiedlich jedes Jahr ist. Also, I love it so much. Also, im Vorentscheid noch mal einmal den Programmhinweis. Ne? Am 16. Februar, 22.05 Uhr im Ersten. So spät? Steht hier, 22.05 Uhr. Verschämtheit, ich dachte, dann sendest du gegen Hubertus und mich übrigens. Nein, das kann doch nicht sein. Doch, steht hier. 22.05 Uhr, ist ja irre. Also ich schaue mir das sowieso nur wegen Barbara. Ja, und Barbara in einem natürlich wieder sensationellen Kleid. Also, ja, da musst du dich ganz schön anstrengen an dem Abend. Ja, genau. Dann gebe ich an, vielleicht Metall, vielleicht sollte ich auch mal Metall. Ich mache dann auch dein Outfit. So, Conchita, jetzt sag doch mal, was ist denn für dich eigentlich der beste, der sensationellste ESC-Titel aller Zeiten? Für mich ist es Joy Fleming, ein Lied kann eine Brücke sein. Also, ich liebe natürlich Céline Dion, Ne Parte Pas Ma, also auch, natürlich, aber ich weiß nicht, diese Nummer, die hat mich so gecatcht und immer, wenn ich gefragt werde, ist das die erste Nummer, die mir einfällt. Also das war eine Wucht, finde ich. Das sollten wir uns nochmal angucken. Das ist nämlich so, dass es noch nie so einen stimmgewaltigen Vortrag in Verbindung mit einem so ausgefallenen Tanzstil gegeben hat, wie bei Ein Lied kann eine Brücke sein, 1975 in Stockholm. Oh, wow. Der Björn von ABBA sagt ja, es gibt ja viele Verbesserungsvorschläge, aber der sagt ja, Deutschland sollte mal wieder sich vielleicht mehr auf seine Fähigkeit des Schlagers, des guten Schlagers besinnen. Hammer, das passt, oder? Ja, Schlager ist dabei, also natürlich damals Joy Fleming, aber auch dieses Jahr haben wir auch Schlager dabei, oder? Marie Reim, richtig? Marie, ja. Ja, die von Matthias. Matthias, die Tochter oder Frau, man weiß es. Nee, vom... Von Michelle und Matthias Reim. Oder so. Ja, aber der Sohn, denkt man, es ist der Sohn von der Michelle, dann ist es ihr Freund. Da ist man, muss man total aufpassen. Das ist ganz kompliziert. Wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Ja, genau, Schlager. Das ist doch, ne, das könnte man doch viel mehr wieder machen. Ich finde, alles hat Platz und eben, ich wiederhole mich, aber das ist das Song Contest, konnte das immer schon. Es gibt ein paar Regeln, die man befolgen muss. Betrifft die Anzahl der Personen auf der Bühne, wie lange das Lied dauert etc. Aber der Rest ist vollkommen freigestellt und es wurde als Friedensprojekt in die Welt gerufen und wenn wir das nicht momentan brauchen, dann weiß ich nicht, was wir brauchen, weil wir kommen zusammen friedvoll, trotzdem in einer Competition, wir kommen gut miteinander aus, es ist respektvoll und es macht einfach Spaß und Freude und ich denke mir, es gibt kein besseres Vorbild für Gesellschaft als dieses Event. Ja, viele auch gar nicht. Es war ja wirklich als Friedensprojekt, wurde der ESC ja damals ins Leben gerufen. Genau, so war das damals. Und ich meine, eben, ich finde, die Kraft hat es heute immer noch, definitiv. Wird man das schaffen, die Politik, die aktuelle, da rauszuhalten aus diesem Event in der momentanen Situation? Ich finde, der Song Contest ist immer politisch, auch wenn natürlich ganz laut betont wird, dass es dass nicht, das der nicht Fall ist. Aber ich finde, es ist eben ganz extrem. Immer. In und der besten Art und Weise. Ich finde auch, sein kann. In der besten Art und Weise. Und man wird emotionalisiert und unterrichtet über den Status der Welt. Und eben, der Song Contest ist so, so viel mehr. Deswegen, ich bin für immer ein Fan von diesem. Sag mal, könntest du da auch mal antreten? Naja, klar. Kannst du nicht selber mal an, du kannst doch singen. Aber noch schöner ist es am Ende, sage ich mal, dann da zu stehen und zu sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum es nicht geklappt hat, aber jetzt, hier ist, keine Ahnung, Sarah Connor. Das liebe ich immer. Ich habe den ESC die letzten Jahre nicht gesehen, weil das ist mal Samstag und man ist auf Tour und dann macht man den Fernseher an und die letzten Jahre, wie du wirklich bei Hamburger Nieselregen versuchst. Ja, und
Ja, es war trotzdem dann schon immer, weißt du, man, oh Mann. Stehst da am Spielbudenplatz und versuchst da irgendwie die Laune zu retten. Und dann ist auch immer, steht immer im Ablauf, jedes Jahr steht im Ablauf mit großem Fragezeichen, ob wir zu unserem deutschen Beitrag nochmal schalten, weil je nachdem, manchmal standen die dann auch einfach nicht mehr zur Verfügung, weißt du? Weil die hatten sich dann entweder schon irgendwie, oder die waren total traurig oder irgendwie so. Aber die Lord of the Lost letztes Jahr, die haben gesagt, wir gehen jetzt auf Tour, ich glaube mit Iron Maiden und bei uns geht's weiter und alles ist super. Und dann war alles in Ordnung. Also ich glaube, das betonen ja auch alle immer, der Spaß steht im Vordergrund. Und es ist toll, da zu sein und das wirklich wie Olympische Spiele einfach dabei sein. Und ich denke, dann ist man auch über so einen letzten Platz relativ schnell. Dann auch egal. Ne? Guckst du das auch? Mit so einer Gruppe auch? Ich wohne ja in Köln und da gibt es tatsächlich im Kölner Gloria, was ja ein großartiges Theater ist, was wahrscheinlich viele kennen und mal gespielt haben, so Public Viewing Partys. Und das ist ja in Köln, also das ist Gay Christmas. Und da ein Teil von zu sein und das zu feiern. Und du sagst, es ist politisch und ich finde, es ist auch eben so toll politisch, weil es eben nicht belehrend ist, sondern es ist einfach so eine Exempelstatuierung von so ist doch die Welt und so wollen wir euch nicht aufdrücken, wie sie zu sein hat, sondern sie ist einfach so und let's celebrate it. Das finde ich, ist die wahre Stärke auf dieser Welt. Ich würde sagen, wir gucken uns zum Abschluss nochmal den beliebtesten ESC-Song aller Zeiten an. Ne, der hat ja mittlerweile... Wolltest du was sagen? Nein, ich wollte raten. Ah ja, okay. Hat Musikgeschichte geschrieben, hat Kultstatus. Es ist aus dem Jahr 1974. Was kann das sein? Gilborn. Waterloo. Nee, genau, hat er auch schon gesagt. Genau, Waterloo, ja. natürlich Waterloo von ABBA. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Beobachten und ich habe ein gutes Gefühl für dieses Jahr. Ich auch. Ich freue mich jetzt auf einen ganz tollen Kollegen, der, ich glaube, seit 2015 alle großen Hallen gefüllt hat. Dann gab es 2019 einen Riesenbruch in seinem Leben. Es gab Vorwürfe für sexuelle Gewalt. Alle Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, übrigens auch teilweise schon bevor die Vorwürfe dann wieder hochkamen. Das hat ihn so straucheln lassen und auch der Druck war von außen so groß, dass er gesagt hat, ich ziehe mich jetzt einfach mal für eine ganze Zeit zurück. Und jetzt ist er schon seit 2022 wieder da und darüber freuen wir uns besonders. Und ich glaube, du warst noch in keiner Talkshow bisher. Nee. Luke Mockridge ist da. Wie ist es heute, in eine Talkshow zu gehen im Vergleich zu vor 5 Jahren? Ach, toll. Ich freue mich total, hier zu sein und mit tollen Menschen hier so eine Bühne teilen zu können. Und ich glaube, vor 5 Jahren hatte man irgendwie noch ganz andere Ziele und man wollte Erfolg, weil man irgendwas haben wollte, was so innerlich in einem gefehlt hat. Mhm. Und ich habe immer so das Bild gehabt, ich habe zu Beginn meiner Karriere bin ich so ganz viele Treppen hochgelaufen und mit einem Affenzahn und an allen vorbei. Und habe dann oben eine Tür aufgerissen, in der Hoffnung, dass da irgendwas drin ist, und da war nichts drin. Und all das, was ich immer haben wollte, das war eigentlich nicht da zu finden. Mhm. Und wenn man dann nicht bei sich ist, dann verliert man so ein bisschen den Blick und fliegt aus der Bahn. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dann sich wieder aufzurappeln, die Krone zu richten und zu sagen, weiter geht's. Ja, und dann, das ist ja echt toll, das ist eigentlich so, wie wenn man noch mal Vater wird, so mit 60. Gibt es ja ab und zu. Die sagen dann immer, bei meinem zweiten Kind mit 60 habe ich viel besser darauf geachtet, wie ich das mache, als damals mit 28. Ist das vergleichbar? Ja, es fühlt sich an. Du machst jetzt nochmal die erste Karriere ein zweites Mal sozusagen. Ja, genau. Ja, also es fühlt sich an, wie alles zum ersten Mal neu erleben. In die Talkshows gehen, kleine Auftritte machen, Leute zu besuchen und gar nicht mit so einem Karriereplan und zu sagen, ah, jetzt muss man knallhart managermäßig die und die Etappen gehen, sondern ich mache einfach nur das, was Bock macht und wo ich irgendwie bei mir bin, weil ich glaube, dass
ich da auch einfach am glücklichsten und am meisten bei mir bin. Und das fühlt sich gut an. Also jetzt hier mit euch so zu sitzen und über den ESC zu sprechen und ja, über ja. Wagner, also ja. meine Lieblingspizza. Also es ist toll, das hier alles so mitzunehmen. Alles deine Themen heute. Ja, dabei zu sein. Jetzt war es ja nicht immer so easy. Du hast ja gesagt, du bist irre im Affenzahn, die alle Treppen hochgerannt. Aber am Anfang muss man die Treppe erst mal finden. Und du hast ja berühmte Eltern, deine Mutter Margie Kinski, dein Vater Bill Mockridge. Wollte Pete Mockridge sagen. Aber ich finde es toll, dass der Name meiner Mutter präsenter ist als der von meinem Vater. Bei mir das wird die jetzt gerade auf der Couch so freuen. Ich hätte jetzt gesagt, der Vater von Mutter Beimer, oder du weißt, was ich meine, das wäre mir eingefallen. Aber ich dachte, ja. Erich Schiller. Mr. Rob Mockridge. Ja, genau. Ja. Du hast am Anfang ja versucht, wirklich zu landen und hast Auftritte gemacht, alles Mögliche. Und da ist natürlich alles, was man am Anfang macht, ich erinnere das auch noch, painful. Kannst du dich an Auftritte erinnern, wo es nicht gut funktioniert hat, wo das Publikum vielleicht nicht mitgezogen ist? Ich glaube, so der allererste Auftritt. Also man geht ja immer mit so einer Idee von sich, wie man sein möchte, auf die Bühne. Und es gibt eine offene Bühne in Köln, wo ich dachte, ich habe ja schon so Comedy-Sachen geschrieben und so Sketche und so. Und dachte, jetzt gehe ich mal selber mit Stand-up auf die Bühne. Und ich weiß noch, mein allererster Auftritt war eine Nummer darüber, dass meine Mutter sich eigentlich immer gewünscht hätte, dass ich schwul bin. Die hat sich das so sehr gewünscht, dass ich gesagt habe, Mama, ich bin hetero, ich stehe auf Frauen. Die sagt, nee, das ist eine Phase, das geht wieder weg. Wir haben alle mal so Gedanken, das geht wieder weg. Du weißt es nur. Ja. Also meine Mutter hat sich das so sehr gewünscht. Und das fand ich, war immer irgendwie eine schöne Nummer. Und das dann zu performen und zu merken, was eigentlich das für ein Handwerk ist und wie das wirklich funktioniert, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ich habe dann mit der Nummer total gescheitert. So eine Nummer, so eine Show-Konzept, wo du auftrittst und dann zahlt das Publikum, je nachdem, wo sie glauben, dass das die Kunst wert war, Geld in ein Sparschwein. Kunst gegen Bares heißt das Prinzip. Okay. Ich hatte am Ende meiner Show 40 Cent und eine Drachme in meinem Sparschwein. Jemand wollte nichts reinmachen, genau. Und hat dann ausländische Währungen eingeworfen. Ja. Das, was noch vom Urlaub übrig war. Ja, das ist natürlich wirklich hart. Aber die Zeiten liegen ja längst hinter uns. Jetzt bist du unterwegs mit Trippy. Ich habe vorhin Trippy einmal gegoogelt, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich verstehe, was Trippy heißt. Ja, kennst du das nicht? Doch, aber ich dachte immer, Trippy wird mit D geschrieben. Das gibt's ja, das ist tropfig. Oder? Ja, ja, also, Trippy ist so... Perlt, ne? Und Trippy ist einfach abgefahren. Ja, Trippy ist abgefahren, psychedelisch und ja, das ist einfach so, wie ich die Welt wahrnehme. Also als ich psychedelische Pilze in Costa Rica genommen habe. Übrigens, deswegen ist man sehr, sehr glücklich in Costa Rica. Ja. Und die machen das alles sehr, sehr gut, haben wir ja gerade von Maya gehört. Wie lange schon? So lange? Also das ist wirklich das, also ich möchte jetzt nicht Werbung, gerade beim NDR nicht Werbung für die Marke Pilze machen, ja, da gibt es dann immer Ärger. Ja. Aber ich habe eine Erfahrung da gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass man sich wirklich mit dem Ökosystem so ein bisschen wie so ein USB-Kabel verbindet und wieder Teil der Welt wird. Und da habe ich so ein bisschen auf die Welt geguckt und dachte so, boah, ist das alles abgefahren. Und als in dem Moment, wo das so ein bisschen zu viel wurde dann, ne, manchmal gibt es ja so Momente, wo sowas ein bisschen einen überbordet, habe ich dann mit einem Schaman, der neben mir war, gesprochen und der sagte so, just let it happen. Just let it happen and surrender. Okay. Und genau so mache ich es jetzt auch mit der Welt. Ja, ganz genau. Sich einfach so der Sache ergeben, das ist doch auch eine tolle Geschichte. Als Kind der 90er hast du ja auch, war das eine drippy Jugend, die du hattest? Ach, schon eine abgefahrene Jugend, auf jeden Fall. Ne? Also ich finde, in den 90ern waren wir eigentlich viel mehr bei uns, als wir es jetzt sind. Also wir reden jetzt von Reizüberflutung mit Handy und so und alle predigen Achtsamkeit, Achtsamkeit. Wir waren in den 90ern wahnsinnig achtsam, weil wir eben keine Handys hatten. Also jeder, der weiß, wie es ist, eine halbe Stunde morgens um 7 auf den Bus zu warten, ohne Handy, der weiß, was Achtsamkeit ist. Man würde sterben heute. Ja. Also, in der Gegend rumzugucken. Spiele im Kopf zu entwickeln, auf dem Weg zum Bus nicht auf die Linien des Bodens treten. Das ist einfach gelebte Achtsamkeit. Und das ist, ich glaube, mit dem Wissen, was ich als Siebenjähriger hatte, könnte ich jetzt als Speaker Millionen verdienen und Bestseller schreiben.
das stimmt total. Aber es gab ja auch eben keine Handys, es gab aber Festnetz. Und ich erinnere mich noch, das war die Errungenschaft schlechthin, als das Kabel und diese Schnur und man konnte das dann ziehen. Du hast bis mit 5 Brüdern groß geworden und 2 Eltern. Das heißt, wenn bei euch das Telefon geklingelt hat, wie muss man sich das vorstellen? Sind ja alle zum Apparat gerannt? Man musste wie nie, wer gemeint war, auf jeden Fall. Also es war auch immer so eine Aufregung. Hab ich gesagt, wenn das am Haustelefon geklingelt hat, dann waren alle so, oh mein Gott, es klingelt. Mama, geh du ran, du hast die meiste Erfahrung. ist sie rangegangen, wir wollten wissen, wer ist es? Ja. Aber wenn heutzutage dein Festnetz klingelt, dann glaubst du sofort, jemand wäre gestorben. Ja, oder? Ja, ja. Ich habe gar kein Festnetz. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es klingt. Wir haben noch irgendeinen Anschluss, aber wenn wir alle am Tisch sitzen und das Festnetz klingelt, gucken wir uns alle an und sagen, ja, holy shit. Zeitbegrenzung für Telefonate, also ich habe dann irgendwann feststellen müssen, ich hatte ein eigenes Telefon, das hat dann auch richtig Geld gekostet, wenn man da telefoniert hat. Damals hat man doch noch nach 18 Uhr irgendwo angerufen, kannst du dich erinnern? Und am Sonntag nach 18 Uhr. Und dann hat man doch immer so Vorwahlen vorgewählt, weil die das dann günstiger gemacht haben. Ja, ich finde allein dieses Konzept von, man hat nicht Menschen angerufen, ne? Also die erste Frage am Handy ist, wo bist du? Ja. Und die erste Frage am Festnetz war, wie geht's dir? Ja. Und das ist ja auch so ein Perspektivwechsel. Die Idee, dass man Häuser anruft, also mein Haus hatte eine Nummer und dann habe ich mit meinem Haus ein anderes Haus angerufen, in der Hoffnung, dass die Person da ist, mit der ich sprechen will. Und man hat wirklich gewählt und konnte alle Nummern auswendig. Die waren ja auch alle präsent. Ich habe immer gewählt. Noch 9913 5573 7143802. Komisch, ne? Ja. Das war, ich weiß auch, die alten Nummern, die habe ich noch im Kopf. Aber die Handynummer natürlich nicht. Ich weiß noch nicht mal die Handynummer meiner Kinder. Ich auch nicht. Ich habe mir die jetzt mal aufgeschrieben, aus Sicherheitsgründen. Dachte ich, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die mal erreichen könnte, wenn mein Telefon tot ist. Ja, aber es war auch immer dieses, wenn du als Kind dann irgendwo angerufen hast in dem Haus und du hast gehofft, dass dein Kumpel direkt dran geht und du nicht so einen merkwürdigen Smalltalk mit der Mutter halten musst. Okay. Das war auch immer so eine Adrenalinsituation. Ach, der Luke, ach Mist. Du klingst genau wie deine Mama, haben dann immer alle gesagt. Die ich nicht hören möchte. Nee. Es ist irgendwie eine entschleunigtere, schönere Zeit. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass wir in den 90er Jahren auf dem Peak unseres Schaffens waren. Also die Menschheit war, glaube ich, in diesem Jahrzehnt zwischen Big Brother und Coco Jumbo auf dem Plateau der Menschheit. Also ich glaube, besser wird's nicht. Nachdem ist es nur noch bergab gegangen. Ja? Wo hast du dich hin zurückgezogen, wenn du mit dem Haustelefon telefoniert hast? So der Klassiker ist natürlich der Schrank, ne, dass man Kleiderschrank auf und dann kann man aber an der Schnur entlang verfolgen, wo die Person telefoniert. Du hast im Schrank gesessen? Teilweise habe ich auch im Schrank gesessen oder in der Garderobe mich einfach mit 17 Jacken zugedeckt und dann da drunter telefoniert. Ja. Wir hatten leider nicht so ein langes Kabel und unser Telefon war im Flur direkt nebenan vom Esszimmer ohne Tür. Und als meine Freundin das erste Mal bei uns zu Hause anrief und ich dann ranging und dann länger sprach, kam ich wieder ins Esszimmer, da saßen meine Schwestern. Oh, wer war das? Du hast ja eine große Familie, dann gibt es doch eine Familien-WhatsApp-Gruppe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ihr seid auch, du hast 4 Söhne auch, oder? 4 Söhne, genau. Ja, wir sind 6 Jungs. Können wir uns zusammentun, haben wir eine Farben Fußball. Genau. Ja. Einer fehlt. Einer fehlt. Ja, gehst du ins Tor? Ja. Kannst Ton halten, kannst auch einen Fußball halten. wir haben natürlich eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Habt ihr auch, wie heißen eure Familien-WhatsApp-Gruppen? Haben die so einen? Ja, unsere heißt La Familia. Na, wir haben natürlich Single. Meine auch. Auch La Familia? Ja. Single-Gruppen. Ich habe etliche Familien-Gruppen. Signal. Okay. Ach so. WhatsApp ist ja ein bisschen auf der bösen Seite. Aber haben die Signal? Nein, aber die Besitzer sind nicht so freundlich. Ja, das ist Mark Zuckerberg auch, ne? Ja. Aber haben die Signal jetzt auch einen Namen, die Gruppen dann? Auch einen Namen? Ja, klar. Mama und JJ. Dann gibt es noch die Göpel-Hatzen-Schulte-Familie, weil wir so gepatchworked sind. Ah, okay. Dann gibt es die Mama plus Oma-Opa. Dann gibt es die Granny und Grandpa. Oh Gott. Ja, ich glaube, was alle, glaube ich, kennen, es gibt die große Familiengruppe und bei jeder großen Gruppe an Menschen, die bei WhatsApp miteinander kommunizieren, gibt es auch immer noch so Untergruppen, also wo man ein paar Leute rauslässt. Und der einzige Grund, warum die existieren, ist ausschließlich darüber zu sprechen, was in der großen Gruppe besprochen wird. Okay, also da muss man aber tierisch alles unter Kontrolle haben. Irgendwas wird groß gepostet und dann in der kleinen Gruppe, wie reagieren wir jetzt darauf? Gibt es Vor- und Nachteile von diesen Gruppen?
Ja, also ich glaube, der Vorteil ist es, dass man natürlich als Familie sehr involviert im Leben des anderen ist. Und der Nachteil ist, dass man als Familie sehr involviert das Leben des anderen ist. Meine Mutter ist Admin in der Gruppe, also meine Mutter ist die Chefin. Ja. Sie hat 6 Jungs und einen Mann. Und es ist aber ihre, wir leben in einem WhatsApp-Matriarchat. Und, Bravo. Das Profilbild ist auch ein Bild von ihr. Ja. Also sie guckt so in die Kamera. und sie hat aber keine Ahnung von WhatsApp. Also es ist eigentlich, sie glaubt, 2 blaue Haken heißt, wir wären alle damit einverstanden, was sie gerade gesagt hat. Schickt sie Emojis? Ja, alle. Ach Gott, sie ist ein sehr starkes Emoji-Game. Aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie genau weiß, was die bedeuten. Also es gibt ja so, also kommt ihr zum Essen, liebe Grüße, Aubergine, ist, wenn das von deiner Mutter kommt, natürlich ein bisschen schwierig. Die Aubergine hat eine andere Konnotation, aber das ist... Habe ich auch gehört. Es ist auch irgendwie süß. So, soll ich euch vom Bahnhof abholen und dann sind so 3 Typen, die fechten als Emoji. Was will die damit sagen? Ich weiß es nicht, Barbara. Ich weiß was. Nico hat die Brille nicht. Geht mir auch so. Ich habe die Brille nicht auf und dann mache ich was ganz falsch. Weil die so winzig sind, Mann. Ja, ja, und dann... Die sehen ja auch alle gleich aus, diese Emojis. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du Hallo schreibst und dann so ein zwinkerndes oder irgendwie sowas oder Kotz. Oder, also ich beim Emoji verschicken immer die Brille auf. Immer. Ja, sollte man. Immer. Ich verschicke gar keine Emojis. Ich finde, Emojis sind das Letzte. Nein, es ist so toll. Märchensprache. Ich finde es toll, dass man als Gegenüber ja auch immer sieht, dass der andere gerade strauchelt. Also wenn du WhatsApp aufhast und du schickst deiner Mutter was, dann ist man oben online gelesen und dann schreibt. Punkt, Punkt, Punkt. Typing. Und das dauert eben. Online. Dann wieder schreibt. Dann zuletzt online 19 Uhr. Ja. Ich glaube, googelt die jetzt, wie man ein Wort schreibt. Dann wieder online schreibt und nach einer Dreiviertelstunde ist einfach die Aubergine wieder da. Ich frage mich, was macht sie? Was macht sie? Aber du sagst, was ich spannend finde, in deinen Programmen kommen ja ganz viele unterschiedliche Generationen. Und du sagst, es gibt momentan eigentlich 5 Generationen auf dieser Erde leben. Und diese 5 Generationen sind alle fundamental unterschiedlich. Ja, also ich war so ein bisschen auf der Suche, als ich Trippy die Show konzipiert habe. Es ist so schwer, ich bin bedingungsloser Optimist eigentlich, aber es wird mir gerade sehr schwer gemacht. Also es ist schwer, optimistisch zu bleiben. Und mir war es auch ganz wichtig, auch im Zuge meines Shitstorms und medialer Geschichten, die da abgegangen sind, dass ich, mir war ganz wichtig, dass ich nicht zynisch werde. Weil wenn ich mir so die Medienlandschaft angucke, so zynische Leute, finde ich irgendwie, das sind Energievampire, die sind nicht cool, möchte ich nicht sein. Aber die Versuchung ist natürlich da. Und ich wollte mir eigentlich verbindende Dinge raussuchen. Also wir suchen uns immer, was uns auseinandertreibt und wir versuchen immer, unsere eigene politische Korrektheit dadurch zu definieren, indem wir auf andere zeigen und sagen, wie kacke die aber sind. Und das finde ich nicht der Weg. Deswegen habe ich mir mal angeguckt, was verbindet uns eigentlich. Und Trippy ist für mich, dass es 5 verschiedene Generationen gibt, die auf dieser Erde leben, dass die alle eine eigene Wahrheit haben, die unterschiedlicher nicht sein könnte, aber alle stimmen. Also es gibt 5 verschiedene Wahrheiten, die unterschiedlich sind, aber alle sind richtig. Und wenn man die verschiedenen Generationen durchgeht, die älteste Generation ist 80 plus, das ist die Nachkriegsgeneration. Haben wir Menschen hier, die 80 Jahre oder älter? Ja. Hier, da sitzt er. Übermorgen. Ja, ich finde, lebende Geschichtsbücher. Man muss daraus lernen, denen zuhören, Bravo. Damit man nicht Gefahr läuft, die gleichen Fehler zweimal zu machen in einer Gesellschaft. Ich finde das so interessant, weil in so Radioshows, wo zugeschaltet werden kann, wenn ich bei der anrufenden Person hören kann, dass die Altersklasse eine ältere ist, die haben kein Verständnis für Verzicht, Verbots, Verlust, Geschrei, weil die sagen, wie können die Leute in Angesicht dessen, was wir schon erlebt haben, überhaupt so durchdrehen heute an diesem Zeitpunkt. Ja. Und deshalb finde ich das so wichtig, was du sagst. Ja, man muss einfach verstehen, wo alle irgendwie herkommen. Alle haben ja eine eigene, keiner ist ja von sich aus anti. Also jeder hat, es gibt ja Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind. Welche Generation gibt es noch? Wir haben nur noch 2 Minuten. Ja, es gibt dann noch die Boomer-Generation, die sind zwischen 60 und 80. Haben wir Menschen zwischen 60 und 80 hier. Ein paar. Ja, tolle Generation. Euch, liebe die Boomer, auch Generation meiner Eltern, euch kennzeichnet eigentlich immer, dass ihr beim Telefonieren mit dem Handy die Taschenlampe anhabt. Ich weiß nicht, warum.
Wer euch da verarscht hat. Das ist wirklich so, meine Eltern, das Handy klingelt und die sagen, oh, Taschenlampe an, gehen dran, halten sich ins Ohr. Und wissen nicht, dass es FaceTime ist. Also das ist die Boomer-Generation. Das mache ich auch mal. Ich höre immer ins Ohr. Ja. Dann sieht man die Ohrhaare ganz groß. Ja, genau. Dann gibt es die Generation 40 bis 60. Das ist die Generation X. Die finde ich am spannendsten, weil das ist die Menschen zwischen 40 und 60 sind die entspanntesten. Das sind wir. Das ist ein Hammer. Wobei du viel jünger bist. Wir sind noch viel entspannter. Ihr wisst, die Welt ist am Arsch und geht vor die Hunde. Ach so, meinst du? Aber ihr wisst auch, bis dahin seid ihr weg. Ja. AIDA. Los geht's! Ja. Leider können die neuesten Studien das mit dem dann seid ihr weg nicht mehr bestätigen. Nee. Ihr werdet noch mitgenommen. Ja, weil noch wir uns länger gut ernähren. Als ihr denkt. Und dann, wen gibt's da noch? Stimmung kippt. Dann gibt's für mich die Generation, in der ich zu Hause bin, zwischen, das ist die Kinder der 90er, die sogenannten Millennials. Also wir lieben die 90er Jahre und unsere Generation besteht eigentlich nur daraus, dass wir uns dadurch definieren, dass wir die 90er Jahre toll fanden. Und sobald irgendjemand was aus den 90ern sagt, sagen wir, das war damals so. Und dann gibt es die jüngste Generation oder die letzte Generation, wenn man es zynisch sagt, die Generation Z. Und die sind so zwischen 0 und 20. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass alle irgendwie einen Hals auf die Kids haben. Kann es sein, dass alle irgendwie, diese scheiß Kinder, die sollen mal in mein Alter kommen und kleben sich hier fest und sollen mal arbeiten gehen? Und das gab es, glaube ich, in der Geschichte dieses Planeten noch nie, dass alle die Kinder ablehnen. Und das finde ich ist verheerend. Ne? Ja. Also das heißt, da müssen wir jetzt ran. Da müssen wir ran. Ja. Also eigentlich, ich sehe mich als Vermittler. Ne? Also ich bin als Kinder der 90er, ich sehe die schreien und ich möchte einfach, dass sie alle die Hände geben und wir gemeinsam. Oh, dann gehen wir doch zu Trippy und dann sind wir danach alle eins. Guten Morgen, Princess Mode. Dann gehen wir zum ESC, wir gehen zu Trippy und wir essen sogar noch Zucker, wenn wir davor unseren Lunch gegessen haben. Bettina, wir haben viel mitgeschrieben heute Abend. Das war wunderbar. Kim Sarnau und Ina. Ina Müller, wer ist eigentlich diese Ina Müller, die wir immer anmoderieren? Immer diese Ina Müller. Tschüss! Tschüss! Dankeschön!